So, Aufnahme läuft und ein herzliches Avocado an all meine Zuschauer. Wie ihr sehen könnt, begrüße ich heute einen neuen Gast, nämlich die Simone von Curious Thoughts. Kannst du mich hören? Jawohl, ich kann dich gut hören. Ja, wir hatten uns ja im Vorfeld überlegt, wir wollen heute so ein kleines Experiment machen, einen Rundumschlag durch die Welt des Veganismus. Und wir wollen erkunden, welche Ideen es da so gibt, welche Talking Points und Argumente es da so gibt. Und wir haben uns auch einiges an Material zurechtgelegt, was wir heute durchgehen. Ja, zunächst mal für die Zuschauer zur Information, was das Thema Veganismus betrifft. Also wir sind ja beide Omnis, wie man normalerweise so sagen würde bei den Veganern. Das heißt nicht Veganer bzw. nicht Vegetarier. Das heißt, was das Thema betrifft, sind wir schon mal auf derselben Seite. Das kann man so sagen. Jawohl. Und wir legen gleich mal los mit einem Artikel, den du mir zugesandt hattest, und das finden wir bei Re der Release Fitness Academy, wieso tierische Nährstoffe eine bessere Bioverfügbarkeit haben als pflanzliche. Und da schauen wir mal hin. Und bei diesen Artikeln, da hatten wir gesagt, da möchten wir uns erstmal auf die wichtigsten Inhalte beschränken. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir uns hier mal die ersten beiden Absätze vor und schauen mal, was ist denn so die Grundidee dabei? Bei dem ersten Absatz, da lesen wir: Wir beziehen unsere Nährstoffe aus unterschiedlichen Lebensmitteln. Dabei sind wir von einer Vielzahl an Vitaminen und Mineralien abhängig, die unser Körper aber nicht selber herstellen kann. Häufig betrachten wir pflanzliche Lebensmittel als ultimativen Spender der relevanten Nährstoffe. Dabei finden wir ein vollständiges Nährstoffprofil nur bei tierischen Produkten. Und da wäre ja schon die erste wichtige Grundidee. Was kann ich mir hier vorstellen unter einem vollständigen Nährstoffprofil? Also da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja. Jetzt unabhängig von diesem Artikel, weil es gibt eine Person, der ich auch bei Instagram folge und die hat da was Interessantes zu geschrieben und hat das aber jetzt auf Proteinpulver bezogen. Ich lese einfach mal grob vor. Sind pflanzliche Proteinpulver so effektiv wie tierische? Nein. Und warum nicht? Pflanzliche Proteine haben doch alles drin, was tierische Proteine haben. Dieses Argument hören wir aber immer wieder. Und es stimmt, aber es gibt ein großes Aber. Unsere Zellen benötigen für eine gute Funktion alle neuen essentiellen Aminosäuren. Und diese Aminosäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Wir müssen sie über die tierische Nahrung zu uns nehmen. Und da liegt ja auch eigentlich schon die Krux, sage ich jetzt mal so, dass wir als Menschen eben die bestimmte Nährstoffe und Aminosäuren über tierische Lebensmittel zu uns führen müssen. Und die sind ja hier auch alle aufgelistet, ne? Welche Nährstoffe sind gemeint? Nur für mich, dass ich das hier vom Material mitverfolgen kann. Ich zeige gerade den Ausschnitt aus diesem Interview, ne, was du meintest. Lies doch da bitte mal weiter, dann haken wir das erstmal ab. Wo war ich denn jetzt hier? Unsere Zellen benötigen für eine gute Funktion alle neuen essentiellen Aminosäuren. Diese Aminosäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Wir müssen sie über die Nahrung zu uns nehmen. Tierische Quellen enthalten meist alle dieser neuen Aminosäuren. Wenn ich ein Ei-Protein zu mir nehme, habe ich all diese Aminosäuren drin und der Körper kann sie gut aufnehmen. Die Struktur des tierischen Proteins ist so aufgebaut, dass es der Körper relativ gut verwerten und aufnehmen kann. Beim pflanzlichen Protein gibt es kaum ein Protein, das alle diese neuen Aminosäuren drin hat. Ich muss also eine Kombination von verschiedenen Proteinen zu mir nehmen, um alle neuen Aminosäuren zu bekommen. Das zweite Problem ist die Bioverfügbarkeit. Der Körper kann die Struktur des pflanzlichen Proteins weniger gut verwerten. Wenn ich nun 30 Gramm pflanzliches Protein zu mir nehme, werden davon nur rund 15 bis 20 Gramm aufgenommen und verwertet. Ich muss also mehr Pulver zu mir nehmen, um den Bedarf zu decken. Und damit muss ich eine solch große Menge an veganem Protein zu mir nehmen, dass die Schadstoffbelastung, Pestizide und Lecithine hoch wird für den Körper. Und sie schreibt dann noch, grundsätzlich empfehle ich bei Proteinpulvern so wenig wie möglich, denn konzentrierte Pulver an sich können den Körper belasten. Bei veganen Pulvern komme ich um eine große Menge nicht herum, wenn ich den Bedarf decken möchte. Ja, hier steht noch aus der gesundheitlichen Perspektive.
Das ist hier noch in dem Abschnitt mit bei, den du mir geschickt hast. Ach ja. Genau, da habe ich gar nicht gelesen. Ja, genau. Aus der gesundheitlichen Perspektive, und das ist mein oberstes Gebot, rate ich deshalb meinen Teilnehmerinnen von pflanzlichen Proteinpulvern ab. Also das ist kein Gendern, weil sie hat halt hauptsächlich Frauen dabei. Es besteht die Gefahr einer Unterversorgung der neuen essentiellen Aminosäuren und einer Überbelastung von Schadstoffen. Und dann fragt sie halt noch, was ist deine Meinung dazu? Ja, also ich würde mich an der Stelle fragen, okay, das gilt jetzt also für dieses Proteinpulver. Aber kann man das verallgemeinern auf Nicht-Pulver vegane Ernährung? Ich würde schon sagen, es ist ja bekannt, also die Grundprämisse ist ja, dass wir bestimmte Nährstoffe nur aus tierischen Lebensmitteln eigentlich aufnehmen können. Die können auch supplementiert werden, aber dann eben, ja, ich sag mal, in chemischer Form. Und ich würde das eben dann auch so übertragen. Also, was kann man da als Beispiel nehmen? Eisen. Im Fleisch ist es leichter verfügbar, als wenn du es, wo ist noch Eisen drin? Kürbiskerne zum Beispiel, als wenn du es in Kürbiskernen aufnimmst. Ja, also eines der häufigen Argumente auf der veganen Seite ist ja, okay, diese und diese und diese Stoffe, gehen wir gleich noch näher drauf ein, die ja wichtig sind für die Ernährung, kann ich ja supplementieren. Durch ja, chemische Ersatzstoffe oder zum Beispiel auch dieses Proteinpulver. Na, das ist ja ein Argument, was häufig auftaucht. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Eine Frage noch von mir, blende ich nämlich mal kurz ein. Du hattest ja gesagt, das ist eine Influencerin, der du folgst bei Genau, Instagram? Richtig. Bei Instagram, genau. Genau, also das ist hier die Simone FitUp40, richtig? Genau. Ja, und das ist halt nochmal eine spezielle Geschichte, weil sie sagt, Menschen ab einem bestimmten Alter, zum Beispiel ab 40 jetzt, ich glaube, sie hat aber gesagt, ab 35 fängt das schon an, dass der Muskel, die Muskelmasse abnimmt. Und dann muss man eben speziell gucken, dass man mehr Proteine zu sich nimmt und mehr Sport macht eben auch, also den Muskel bewegt und fit hält, weil sonst nimmt die Muskelmasse ab. Und sie sagt halt auch, man nimmt halt mehr oder man baut mehr Muskelmasse auf, wenn man eben tierisches Protein zu sich nimmt. Also ich muss sagen, das ist auch mein Eindruck, wenn ich mich so umsehe in der Welt der, ich nenne es mal, veganen Influencer oder allgemein Veganer, dass diejenigen, die diesen Kurs wählen, halt auch, ja, relativ wenig Muskeln haben im Vergleich zu denen, die nicht den veganen Weg gewählt haben. Es gibt ja immer welche, die nennen dann irgendwelche veganen Sportler auch als Gegenbeispiel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich hundertprozentig vegan sind. Ne? Weil der Großteil der Menschen, die ich auch so, ja, die bekannt sind, sagen wir mal so, ne, die sind dann doch eher dünn oder ja, haben halt nicht so viel Muskelmasse. Ne? Oder Hashtag Mutmaßung von meiner Stelle, dass jemand halt mit entsprechenden Chemikalien nachhilft. Das kann auch sein, ja. Ja, Hashtag Mutmaßung möchte ich an der Stelle sagen. Ja, genau. Dann kehren wir doch nochmal zurück zu dem Artikel gerade. Warte mal. Ich nehme das. Genau, da wären wir jetzt beim zweiten Abschnitt. Übernimm du den bitte mal. Das geht los bei Muskelfleisch und Organe. Muskelfleisch und Organe besitzen alle essentielle Aminosäuren, Vitamine und Mineralien. Gleichzeitig ist die Bioverfügbarkeit häufig besser als bei pflanzlichen Quellen. Das liegt nicht nur an der schlechteren Verwertbarkeit, sondern teilweise auch an Antinährstoffen in den Pflanzen, die die Aufnahme einiger Nährstoffe erschweren können. Fleisch besitzt grundsätzlich keine Antinährstoffe. Da würde mir gleich folgende Frage vorschweben. Was ist eigentlich dran an den, Phytoöstrogen? Das ist ja der Begriff Sojasäuren, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ne, ja. Das erscheint mir so, als wäre das alles kein Zufall, sondern als wäre da schon mehr hinter. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen. Es war lange Zeit tatsächlich so, dass man gesagt hat, ja, okay, wenn Männer sehr viele Sojaprodukte zu sich nehmen, dann spielt da ein bisschen die Hormongeschichte verrückt. Und Frauen haben dann auch berichtet, wenn sie viele Sojaprodukte essen, dass sie eben vielleicht ein bisschen dicker werden und
mehr ja, Stimmungsschwankungen haben. Und das hat man jetzt mittlerweile, ne, Wissenschaft und überhaupt, hat sich das angeblich geändert, diese Ansicht. Und dann heißt es, ja, das ist ein Mythos und das wirkt überhaupt nicht. Und wenn überhaupt, dann würde es nur ein bisschen auf den Hormonspiegel sich auswirken, wenn Vorerkrankungen vorliegen. So, und das hat mich aber furchtbar auch an ja, gewisse Zeiten hier vor kurzer Zeit erinnert, wo eben dann die Wissenschaft sich auch ganz plötzlich geändert hat. Und da frage ich mich dann immer, okay, ist das wirklich die Wissenschaft oder ist das vielleicht bezahlte Wissenschaft? Ne? Das ist die Frage. Ja, also insbesondere, was wir in den letzten Jahren erfahren haben, ist ja, dass auch die Wissenschaft nicht immun ist, ne, davor von gewissen politischen Kräften eingenommen zu werden. Und da frage ich mich, warum sollte ausgerechnet die Ernährungswissenschaft davon verschont bleiben? Ja, eben. Ja, und das würde ich nicht sagen. Ich habe tatsächlich eben auch, ich gucke ganz gerne auch mal irgendwelche Serien und unter anderem Big Bang Theory, und da gibt es eine Folge, ja, da kennst du, wo der Howard dann eben seine Mutter mit einer Östrogencreme eincremt und die, ich glaube, sie ist eine pharmazeutische Angestellte oder so, seine Frau, die sagt dann eben, ja, du nimmst diese Creme ohne irgendwelche Handschuhe zu nehmen, natürlich wirkt das auf dich, ne? Und er ist dann eben, er hat dann plötzlich auch Stimmungsschwankungen und so. Ja, alles übertrieben, keine Frage, aber damals war das tatsächlich dann noch so Common Knowledge, sage ich jetzt mal. Ne? Die Leute wussten, okay, wenn Männer jetzt irgendwelche Östrogene zu sich nehmen und sei es auch nur vielleicht in Sojaform, dann tut sich da was. Ich meine, der Sheldon hat auch mal irgendwann eine Anspielung gemacht, weil der Leonard, der ist ja laktoseintolerant und der kann halt nur, wie heißt das, vegane Milch zu sich nehmen, also pflanzliche Milch aus Soja, und hat dann gesagt, ja, du bist immer so weinerlich, das kommt bestimmt daher, dass du immer diese Sojamilch trinkst, ne? Und das war damals ganz klar, ne? Und jetzt plötzlich Veganismus ist in und plötzlich ist das alles gar nicht mehr so. Wobei ich mich ja gerade frage, wäre das nicht biologisch nachweisbar? Müsste man da nicht nur irgendwie sein Blut untersuchen lassen und dann kann man schauen, wie viel Mann mit 2N an an Testo hat, beziehungsweise an Östrogen. Das müsste sich nachweisen lassen, oder? Ja, ich glaube, das sind halt, weil das so Phytoöstrogene sind, ist das nochmal was anderes. Also da bin ich mir gar nicht sicher und da habe ich auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, okay. Kann man bestimmt vielleicht irgendwie nachweisen, aber ich wüsste nicht wie. Ja, wäre interessant, wenn man speziell dazu mal eine Studie hätte. Also man nimmt so die eine Gruppe, die sich sojalastig ernährt, und die andere Gruppe, die sich nicht vegan und somit auch nicht sojalastig ernährt, sondern in erster Linie auf Fleisch basiert. Und dann schaut man, wie schneiden die ab? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, und vor allem dann aber auch eine wirklich, ja, wie soll man sagen, ausgeglichene Studie, die nicht von irgendwem bezahlt wurde, der davon profitiert, ne? Aber wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit reist, dann findet man Studien, die sagen, Rauchen ist gesund. Und wer hat die Studien in Auftrag gegeben? Marlboro und Co. wahrscheinlich, ne? Na, also da wäre ich dann misstrauisch. Und ich würde als allererstes mal fragen, cui bono, also wem nutzt es? Und genau, das würde ich sagen, ist hier bei Ernährung und Lebensmittel, ist das ja nicht anders. Ich frage mich halt auch immer, weil in der Medizin ist es ja auch so, Körper reagieren unterschiedlich auf bestimmte medizinische Produkte. Und dann frage ich mich, ist das nicht auch eigentlich bei allen Sachen so, vielleicht eben auch bei der Ernährung, dass manche Körper dann eben besser auf Sojaprodukte zum Beispiel ansprechen, andere eher nicht so gut, dass andere auf vegane Ernährung gut ansprechen und dann eben vielleicht auch jahrelang ohne irgendwelche Mangelernährung vegan sein können und andere eben nicht. Also das ist eben auch eine Frage, ne? Mich erinnert das gleich an den Fall, ich glaube, Jordan Peterson oder seine Tochter, glaube ich, Michaela Peterson, die mal gesagt hatte, sie hatte irgendwie so auf der Grundlage einer genetischen Konfiguration die Eigenschaft, dass sie krank wurde, es sei denn, sie macht eine Löwendiät, also ernährt sich nur von Fleisch. Ich glaube, teilweise sogar rohes. Und sie meinte, deshalb ist sie wieder gesund geworden, was mit einer veganen Diät nicht funktioniert hätte. Daran muss ich gleich denken. Also das ist dann auch von Fall zu Fall unterschiedlich, ne? Ja, eben. Also ich denke auch,
da bin ich ein starker Verfechter von, einfach, dass jeder auf seinen eigenen Körper guckt und schaut, ja, was vertrage ich denn eigentlich, ne? Kommt mein Körper damit klar? Möchte mein Körper das? Also sagt er, ja, fühle ich mich mit wohl, oder ist das eher so eine Abneigung und so ein Zwang dahinter? Dann schauen wir doch nochmal, welche Stoffe sind da mit dem Einzelnen gemeint? Wenn ich das hier so überfliege, dann lesen wir hier Eisen, Vitamin A, Vitamin K2, Vitamin B12, Zink, EPA und DHA. Wobei mir das jetzt fremd vorkommt, die Abkürzung EPA und DHA. Ja, das sagt mir auch nichts. Also wichtig für uns ist dann dieses Fazit, was hier drunter steht. Ich lese das mal vor. Ja, bitte. Natürlich ist es möglich, sich rein vegan und gesund zu ernähren. Mit Bewusstsein und Kompensation, mit Bewusstsein und Kompensation mit Nahrungsergänzungsmitteln ist dies möglich. Physiologisch betrachtet stellt eine vegane Ernährung jedoch nicht das Optimum für den Menschen dar. Ja, also das Fazit hier würde halt zu dem passen, dass man sagt, okay, die Natur des Menschen hat ihn halt so geformt, dass er auch, wenn auch nicht nur, tierische Nahrungsmittel zu sich nehmen soll. Kann man das so verstehen? Ich würde das so verstehen, und ich schaue jetzt hier gerade, von wann das ist. Also die Quellen sind ja hier angegeben, und da sieht man auch, hier 2004 ist, glaube ich, die letzte, 2010. Ja, und das ist auch so mein Empfinden irgendwie, dass es ab 2010 angefangen hat, so ein bisschen umzuschlagen. Und ich habe ja gar nicht erwähnt am Anfang, dass ich auch einen veganen Hintergrund habe. Also ich war auch mal vegetarisch unterwegs und dann eben auch vegan, und das tatsächlich um die Zeit von 2010 herum. Und da schwappte das Ganze so ein bisschen von Amerika rüber mit der China Study. Ein paar Veganer werden das wahrscheinlich kennen. Und ich war da auch, missionarisch unterwegs. Und das war einfach auch damals auch so ein kleiner Trend, aber noch nicht so groß in Deutschland. Da gab es hier nur ganz wenige Leute, die auch vegan waren. Apropos Trend, das wäre doch eigentlich eine gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Ist Veganismus eigentlich ein Trend, gerade in jüngerer Vergangenheit? Und dazu springen wir mal zu, wo habe ich dich denn? Genau, zu diesem veganen Restaurant, was ist, glaube ich, in Hamburg ist das, genau. Im Katers Kök könnt ihr vegan speisen und mit Katzen schmusen. Hast du die Seite? Warte, ich rufe sie gerade auf. Habe ich. Dann schauen wir doch da mal rein und gehen der Frage nach, kann man hierbei von einem Trend sprechen? Und da lesen wir, im Katers Kö können wir dann speisen und mit Katzen schmusen. Vielleicht kommt euch dieser Ort ganz in der Nähe vom Schlump ja bekannt vor. Schon seit einigen Jahren sieht man durch die Scheiben des Ladenlokals nämlich allerlei Vierbeiner-Tigern, genauer gesagt niedliche Katzen und Kater. Daran hat sich auch nichts geändert, anders sind nur das Konzept und die Köpfe hinter dem Laden. Wo früher der Katzentempel war, findet ihr nämlich heute das Katers Kök. Dahinter stecken Lani, Sandra und Sören. Natürlich Sören. Wie sollte es auch anders sein, dass Sören dahinter steckt? Alle drei bringen nicht nur eine ordentliche Portion Gastro-Erfahrung mit, sondern vor allem auch ein ganz großes Herz für Miezen. Das sehen wir hier. Da sieht man auch den Sören. Und da sieht man auch den Sören und die anderen beiden, Lani und Sandra. Ich würde sagen, das können wir komplett durchgehen. Lies doch mal bitte den nächsten Absatz. Nun aber zu den eigentlichen Stars der Show. Nun aber zu den eigentlichen Stars der Show, den Stubentigern, die im Katers Kök den ganzen Tag herumtollen, schmusen und natürlich auch viele Nickerchen machen. Alle Vierbeiner, die hier ihr Zuhause gefunden haben, kommen aus Tierschutzorganisationen aus Irland, Kroatien, Griechenland und Ägypten. Das bedeutet natürlich auch, dass einige der Tiere unschöne Dinge in der Vergangenheit erlebt haben und somit manchmal mehr, manchmal weniger verschmust sind. Wichtig ist es deshalb zu erwähnen, dass ihr die Katzen bitte nur insoweit anfassen und streicheln solltet, wie es diesen eben passt. Deshalb haben die Tiere auch eigene Ruhezonen. Dann eben einfach nur mal zugucken, kann ja auch extrem süß sein. Und dann geht's weiter. Soll ich das auch noch lesen? Ich würde sagen, wir wechseln uns mal ab. Wir spielen uns so den Ball hin und her.
Das ist ein Ort, an dem sich alles um Tiere und deren Wohl dreht. Nur rein pflanzliches Essen serviert erscheint mehr als sinnvoll. Und nicht, dass wir nicht große Fans von veganem Essen sind. Ja, aber gemerkt haben wir, dass auf den vollen Tellern in Carters Kök kaum. Der Karottenlachs schmeckt wie echter Fisch, genauso wie der Auberginenhering. Und auch das vegane Backfischbrötchen, das mit Coleslaw und Pommes in einem Laugenbrötchen serviert wird, überzeugt auf voller Linie. Wie geil sind bitte vegane Fischalternativen? Darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Und ja. Wieso gibt es die nicht überall in Hamburg? Nur gut, dass man das Carters Kök nun mit den Leckereien versorgen kann. Auch eine Auch eine Currywurst, ein Club-Sandwich und ein Maultaschensalat findet ihr auf der Karte. Diverse Geschmäcker werden also bedient und so definitiv von veganem Essen überzeugt. Unser kulinarisches Highlight: der Apfelstrudel Pfannkuchen mit hausgemachtem Apfelkompott, Vanillesoße und Schlagcreme. Uff, nur die schnurrenden Kätzchen waren noch süßer. Ja, dann lesen wir doch mal hier bei die wichtigsten Facts. Besonderheit, keine Fragen, die knuffigen Vierbeiner. Mit wem geht ihr hin? Mit Miezenliebhab. Ja, und wen überrascht es? Wen überrascht es, dass es gegendert ist? Natürlich niemanden. Nein. Also für diejenigen, die meinen Kanal kennen, ich lese das prinzipiell nicht mit. Mit Miezenliebhabern und allen, die wirklich gutes veganes Essen zu schätzen wissen. Beste Zeit, auf jeden Fall zum Frühstück. Das darf auch gerne mal erst um 12.30 Uhr oder noch später stattfinden, oder? Preise. Das Frühstück startet bei 8 Euro. Frisch gebackenen Kuchen gibt es für 4 Euro. Mittagsgerichte bekommt ihr 12. Übrigens, alle Schüler, Studenten. Ich komme auch schon komplett durcheinander. Es ist furchtbar. Studenten und Azubis bekommen im Carters Kök 15% Rabatt auf die Hauptgerichte und das Frühstücksangebot. Wobei, was ich bei Studierende ja immer anmerke, stell dir mal vor, da geht jetzt eine studierende Person rein und sagt, hier, ja, ich krieg ja 15% Rabatt und so, weil ich bin ja eine studierende Person. Da würde ich, wenn ich dort arbeite, da würde ich sagen, nein, sie sind keine studierende Person, weil sie stehen ja gerade hier. Sie sind eben eine stehende Person. Wir sind eine stehende Person. Richtig, ja, aber das ist ja, deutsche Grammatik und das, das geht ja an diesem Gendern vorbei, ne? Total, ja. Mich riecht das auch vollkommen auf. Dieses, viele Leute sagen dann, ja, ich mag diesen Stern nicht, ich mag diesen Doppelpunkt nicht, dann mache ich das so halb irgendwie. Und das ist alles für mich eine Sprachvergewaltigung. Ich finde das ganz schrecklich. Ja, aber das sollte uns bei, insbesondere bei Hamburg und vegan, sollte uns das nicht wundern, oder? Ja, es ist irgendwie, es passt zusammen, ja. Also, ich schätze mal, dieses Restaurant hier, Carters Kök, das ist ja ein Anzeichen dafür, dass vegane Ernährung ja jetzt hip gemacht werden soll, oder nicht? Ja, ich auf jeden Fall, ich sehe das auch so. Und wie gesagt, also für mich hat das schon 2010 so langsam angefangen und da kam das auf jeden Fall in Amerika ganz groß raus und dann gab es ja auch die Fruganer oder Frutarier-Szene, wo dann die Leute nur noch Obst essen und dann am besten auch nur noch Obst, das wirklich auch von alleine vom Baum fällt, ne? Und das ist inzwischen, glaube ich, hier auch, oder ich empfinde das auch so als Trend und in gewisser Weise vielleicht auch als Ideologie. Also dieser Trend bei den Frutariern oder Fruktariern ist ja auch, dass man sagt, okay, wenn der Baum die Frucht ohnehin von allein fallen lässt, dann schade ich ja auch wirklich niemanden, wenn ich die dann doch esse. Ja, naja, genau. Ja. Ja, wobei ich dann auch sagen würde, okay, wenn du es wirklich ganz krass zu Ende denkst, dann isst du ja den Vögeln oder irgendwelchen anderen Tieren, die das sonst auf dem Boden essen würden, das dann eben auch weg, ne? Ja, ich glaube, bei dem Punkt wären wir durch. Dann würde ich ganz gerne zum nächsten Punkt weitergehen. Und das ist das mit dem kleinen Cartoon, was ich dir geschickt habe. So, warte, dazu klicke ich. Nee, Quatsch. So. Das hier wegklicken und dann das. Genau. Da sehen wir einen Cartoon. Und da sehen wir zwei Rinder. Das eine Rind ist ganz erfreut. Also für diejenigen, die das jetzt nur hören und nicht sehen, beschreibe ich es nochmal. Ja. Und das eine Rind sagt, juhu, die militante Veganerin sorgt dafür, dass es uns besser geht. Und das andere Rind antwortet, Schwachsinn. Sie sorgt dafür, dass wir aussterben werden.
Und da würde ich die Frage in den Raum werfen, ja, was könnte das zweite Rind damit meinen? Wir werden aussterben? Wie kann denn die militante Veganerin dafür sorgen, dass sie aussterben? Hast du schon eine Idee, was dahinter steckt? Ja, ich kann es mir denken. Also im Moment gibt es ja sehr, sehr viele Nutztiere, also Kühe und Schweine und Hühner. Und die werden alle gehalten und leben halt. Das muss man dazu sagen. Aber was wäre denn jetzt, wenn man sagen würde, okay, also wir wollen diese Tiere alle nicht mehr haben, ne? Und wäre es dann so, dass man die freilässt alle und dann sich selbst überlässt und irgendwann sterben sie von sich aus? Oder soll man die dann direkt alle umbringen, weil sie dürfen ja nicht mehr für die Nahrung verwertet werden? Also ja, am Ende läuft es aber darauf hinaus, dass diese Tiere, die jetzt alle leben, dann halt nicht mehr leben. Ne? Und da ist dann eben die Frage, wie leben die dann? Leben die überhaupt noch? Oder geht es dann eher in so ein, ja, wie soll man sagen, Genozid ein? Ja, das wäre Nutztieren. Ja, das wäre nämlich auch mein Hauptargument dagegen. Kurz noch eine kleine Hintergrundinformation. Ich habe es gerade nachgegoogelt. Google sagt, weltweit werden ca. 1,6 Milliarden Rinder und Hausbüffel gehalten. Na, das ist nur mal so die Zahl an der Stelle, ne? 1,6 Milliarden. Puh, das ist schon ordentlich. Also wir spielen das jetzt mal durch und das ist auch mein Hauptargument, was ich ganz gern nenne. Schritt 1, Definition Veganismus, der ethisch-moralische Grundsatz, demzufolge nicht-menschliche Tiere, also zum Beispiel auch Rinder, dass diese Grundrechte haben sollen. Zu diesen Grundrechten gehören Recht auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit und Leben. Das wäre, glaube ich, eine Definition, wo auch jeder Veganer mitgehen würde. So wie du es genannt hast, ja, ich verstehe das. Und dann würde ich eben auch tatsächlich die Frage zurückstellen an die Veganer. Wie, wenn man das auf die Menschen überträgt, weil wie wird man das nennen? Und ist das in Ordnung, das einfach so durchzuführen? Also diese geplante Reduktion von Tieren? Mhm. Und ich persönlich finde das eben fragwürdig. Ne? Also ja, das ist eben auch, wie gesagt, die Frage, wie kann man das dann rechtfertigen? Wie soll das ablaufen? Mhm. Und was ist dann das Ende? Wie sieht es am Ende aus? Mhm. Überlässt man die Tiere sich selbst und regeneriert sich das Ganze dann wieder? Werden es dann doch wieder ganz, ganz viele Millionen oder eher nicht? Mhm. Ja. Nur noch mal zur Erläuterung von mir. Also wenn wir jetzt diese Definition festhalten, dass sowohl Menschen als auch nichtmenschliche Tiere diese Grundrechte haben sollten, wäre ja Prämisse A, ne, von Seiten der Veganer, dass man sagt, alle Menschen der Welt, die dazu die Möglichkeit haben, sollten Veganer werden. Denn ansonsten würde man ja dieser Definition, diesem moralischen Grundsatz widersprechen. Und um diesen Zustand zu erreichen, wäre halt etwas notwendig, was ich globale Veganisierung nenne. Also dass möglichst alle Menschen vegan werden sollten. Die Frage ist dann, ja, was passiert dann mit all diesen Tieren? Wie Google sagt, es gibt 1,6 Milliarden Rinder, was wird dann mit denen? Es würde doch dazu führen, dass man diese Tiere nicht mehr nachzüchtet und dass deren Anzahl daraufhin drastisch reduziert werden würde. Wobei drastische Bevölkerungsreduktion wäre ja sogar noch eine schöne Umschreibung. Bei Menschen würde man es Genozid nennen. Und dann würde ich halt den Spieß umkehren und fragen, wie ist das zu rechtfertigen? Und das ist ja auch genau die Verbindung zu diesem kleinen Cartoon, den wir hier haben. Genau. Mhm. Na, einerseits denkt man, okay, dadurch, dass sich jetzt Veganismus verbreitet, werden die Tiere gerettet, könnte man ja denken. Ne? Mhm. Und gleichzeitig gilt aber, okay, die Tiere würden dann, naja, nicht ganz aussterben, aber deren Anzahl würde halt drastisch reduziert werden. Und das ist halt das Problem, was ich dabei sehe. Genau, dieses geplante Reduzieren. Ne? Und wenn man das bei Menschen wirklich anwenden würde, dann würde man sagen, das geht überhaupt nicht. Das kann man nicht machen. Ne? Und bei Tieren, ja, da ist es dann jetzt anscheinend okay. Also da würde ich mich dann eben fragen, wie stellt man sich das als Veganer vor? Ne? Weil wir haben nun mal diese vielen Tiere. Wie stellt ihr euch das vor? Ja, und meiner Beobachtung nach ist es halt so, dass die Veganer an dem Punkt gerne mal ausweichen. Weil, vermute ich, ne, weil sie sehen, okay, da wird es halt ziemlich brenzlig. Ich meine, auf diesem düsteren Pfad, Genozid, ja, wer möchte da schon hin, ne? Mhm.
Ja, das wäre halt so mein Hauptargument, was ich gefunden habe. Mhm. Und ich schätze mal, solange das nicht geklärt ist, wäre es halt schwierig, sich da noch weiter vorzuwagen. Ne? Und ein weiterer wichtiger Punkt, der mir dabei vorschwebt, das ist ja eine philosophische Idee, die da sagt, okay, wer sagt mir eigentlich, was wertvoller ist? Ist das Leben an sich wertvoller oder ist das Ausbleiben von Leid wertvoller? Weißt du, was ich meine? Weil um die beiden Größen geht es ja hier. Um die beiden Größen müsste man sich ja entscheiden. Ich bin wieder da. Ich war gerade weg. Ich habe noch mitbekommen, was ist wertvoller? Wer sagt mir, was wertvoller ist? Ja, also eine grundsätzliche Idee bei der Sache ist ja, woher weiß ich eigentlich, was wertvoller ist? Das Leben an sich oder das Ausbleiben von Leid? Denn um diese beiden Dinge geht's ja. Man müsste sich ja für eins von beiden entscheiden. Züchte ich die Tiere jetzt nach? Ja oder nein? Wenn ich sage, ich züchte sie nach, dann kann man sagen, okay, das Leben ist wertvoller. Wenn ich sage, ich züchte sie nicht nach, was wiederum eine drastische Reduktion bewirken würde und so, dann würde man sagen, das Ausbleiben von Leid ist wertvoller. Aber die Frage bleibt halt, wer sagt mir, was wertvoller ist? Weißt du, was ich meine? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Veganer dann auch so argumentieren, die Tiere haben ja, sollen einen freien Willen haben. Sie sollen sich selber entscheiden dürfen, ob sie sich jetzt weiter vermehren oder ob sie sich eben nicht weiter vermehren und quasi dann sich selber überlassen sind. Mhm. Und das könnte ich mir halt durchaus so vorstellen, dass das Leid dann da quasi rausgenommen wird, indem der Mensch als Zwischending rausgenommen wird, ne? Dass die Tiere halt selber für sich verantwortlich sind sozusagen und für ihr eigenes Leben. Mhm. Und der Mensch dann eben auch kein Leid mehr verursachen kann. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Was haben wir denn als nächsten Punkt? Als nächsten Punkt, haben Pflanzen ein Bewusstsein? Mhm. Das ist ja auch ein Artikel, den du... Also das mit dem Schmerzempfinden, ne? Oder ja, was meinst du? Ja, genau. Das mit dem Schmerzempfinden. Denn, jetzt packe ich das hier mal raus. Genau. Denn ein weiteres Argument, was ja in diesen Debatten häufig auftaucht, ist ja, okay, was haben Menschen und nichtmenschliche Tierwesen gemeinsam? Die Gemeinsamkeit ist ja das Empfinden von Schmerz, was wiederum auf dem Vorhandensein eines zentralen Nervensystems basiert. Mhm, genau. Und die Frage, die sich dann stellt, haben Pflanzen so etwas wie ein Bewusstsein, auch wenn dieses nicht auf einem zentralen Nervensystem basiert? Ich meine, stell dir vor, wir reisen irgendwie 100 Jahre in die Zukunft oder so. Mhm. Und die Wissenschaftler der nächsten Generation finden raus, ja, auch Pflanzen haben ein Bewusstsein, auch wenn dieses natürlich nicht so beschaffen ist wie das von Tieren. Und dann könnte man ja argumentieren, okay, dann dürfen wir halt gar nichts mehr essen, wenn wir Leid vermeiden wollen. Dann dürfen wir nur noch an Steinen lecken. Ne, von Luft und Liebe. Ja, oder von Luft und Liebe und wie dieser eine Typ von Luft, Liebe und Sonnenschein war das, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, der ist dann irgendwann gestorben, ne? Weil er gesagt hat, er lebt nur noch von Luft, Liebe, Sonnenschein, vor allem Sonnenschein. Mhm. Und ist dann einfach dann gestorben, ja. Tja, was für eine Überraschung. Ja. Und das ist, also ich finde das auch sehr interessant tatsächlich, weil es gibt ja diesen Förster, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Zuhörern den kennt, der Peter Wohlleben, und der sagt ja unter anderem auch, dass Pflanzen Schmerzen empfinden können, und es gibt da auch einige Studien, ich glaube von Neurophytologen oder irgendwie sowas, und die beschäftigen sich halt auch damit und sagen auch, ja, also es sieht aus, als würden Pflanzen Gefühle haben. Und da stellt sich eben die Frage, was ist, wenn das wirklich so ist? Liebe Veganer, was würdet ihr sagen? Esst ihr dann noch Pflanzen oder eher nicht? Hm. Weil die haben ja dann vielleicht auch Schmerzen. Aber ich finde das interessant, was du gesagt hast. Ne? Sagen wir mal, wir reisen in die Zukunft. Hm. Wir wissen das jetzt noch nicht, aber vielleicht
200 Jahre später oder so, ist die Wissenschaft so weit, dass sie sagt, okay, wir können das jetzt tatsächlich feststellen. Die haben vielleicht kein zentrales Nervensystem, wie wir das kennen vom Menschen, aber sie haben etwas in der Art, das wir aber so nicht auf uns Menschen übertragen könnten. Und sie fühlen tatsächlich und sie haben vielleicht sogar wirklich ein Bewusstsein. Ja, darf man die dann noch essen? Das ist eben dann die nächste Frage, ne? Denn das würde ja wieder mit dieser Grundprämisse des Veganismus überhaupt nicht zusammenpassen, ne? Weil es geht ja um diese Gemeinsamkeit Mensch, Tier und Schmerzempfinden und so weiter. Genau. Mhm. Ja, das wäre natürlich der Knaller, ne? Im Moment sind wir jedoch im Bereich der Spekulation. Find ich natürlich auch interessant, den Begriff Neurophytologie oder Phytoneurologie, ja. Weiß ich nicht, wie. Ja, genau, das war's, ja. Phytoneurologie, ja. Ja. Wollen wir mal reinschauen? Ja, Artikel? Lass uns mal reinschauen. So, geht relativ lang, der Artikel. Ja, legen wir mal los. Haben Pflanzen eine eigene Sprache? Wird eine Eiche von Raupen angefressen, setzt es verschiedene Reaktionsketten in Gang. Unter anderem sendet der Baum Duftmoleküle aus, die den anderen Bäumen in der Umgebung den Schädlingsbefall melden. Nicht nur Bäume verstehen dieses Signal, auch Vögel werden durch den Duft auf die Raupen aufmerksam. Eine Signalkette, die wirkt. Die Vögel fressen die Raupen, die umherstehenden Bäume werden von dem Fressfeind gewarnt und können sich so auf die Bedrohung einstellen. Also wir können sagen, auch Pflanzen haben eine Sprache, in Anführungszeichen, denn ansonsten wäre ja das hier mit den Duftmolekülen und den Signalketten nicht möglich. Kannst du mir nochmal den Link schicken, weil ich habe den gerade irgendwie nicht, oder sagen, wo der steht, in welchem, welcher Unterpunkt das war, weil ich habe jetzt hier Bäume pflanzen können, Schmerz empfinden und dann habe ich da irgendwie nur Geo, aus irgendwelchen Gründen. Nee, ich meinte den Artikel von Quarks, schicke ich dir nochmal zu, warte. Ich habe jetzt den ersten Artikel vorgelesen, ja. den ersten Absatz, schicke ich dir hier bei Talkie. Ja, okay. Also wir halten fest, auch Bäume und Pflanzen haben anscheinend so etwas wie eine Sprache, auch wenn diese Sprache nicht dem entspricht, was wir Menschen als Sprache empfinden würden oder bezeichnen würden. Das können wir an der Stelle schon mal festhalten. Dann sind wir im zweiten Abschnitt bei eine Kommunikationskette, von der alle profitieren. Soll ich das vorlesen? Ja, übernimm du bitte mal. Okay. Eine Kommunikationskette, von der alle profitieren. Diese lautlose Kommunikation erfolgt nicht nur über die Luft, sondern auch über ein unterirdisches Netzwerk des Waldes, das sogenannte Wood Wide Web. So nennen Pflanzenforschende die Symbiose aus Bäumen und Pilzen, die für alle angeschlossenen Organismen viele Vorteile bietet. Die Pilzfäden dringen in die feinen Wurzelspitzen ein und versorgen die Bäume mit Nährstoffen wie Phosphor oder Stickstoff, an die der Baum alleine nicht käme. Die dünnen Pilzfädchen gelangen tiefer in den Boden, ihr weitläufiges Netzwerk erschließt auch Nährstoffe, die weit außerhalb der Reichweite von Baumwurzeln liegen. Auch der Pilz profitiert. Er erhält im Gegenzug von den Bäumen Glucose. Ich lese nochmal weiter. Ja. Das Wood Wide Web dient aber nicht nur dem Austausch von Nährstoffen. Weil jeder Pilz mit verschiedenen Bäumen gleichzeitig verbunden ist, entstehen auch so Verbindungen zwischen verschiedenen Bäumen. Über die Wurzeln gelangen auch Signalstoffe, die einen Schädlingsbefall anzeigen, in das Netzwerk. So verbreitet sich die Botschaft im ganzen Wald. In kurzer Zeit werden viele Bäume informiert und bereiten ihre eigene Verteidigung vor. Auch wenn Bäume keine Sprache in unserem menschlichen Sinne kennen, sie kommunizieren tatsächlich miteinander. An der Stelle könnte man ja schon mutmaßen und fragen, okay, setzt Kommunikation nicht eine gewisse Form von Bewusstsein voraus, auch wenn diese Form von Bewusstsein nicht zu unserer Form von Bewusstsein passt? Ja, eben. Also das ist das eben, ne? Verstehen wir es vielleicht einfach nur noch nicht und sind jetzt ja so, wie sagt man dazu, überheblich vielleicht irgendwo, dass man sagt, ja, nee, also wir wissen das besser, die Pflanzen, die spüren nichts, die können wir ruhig essen, so irgendwie, ne? Ja, also noch sind wir im Bereich von Spekulation, ja. Aber so hundertprozentig ausgeschlossen ist es halt auch nicht. Nee. Na? Dann übernehme ich mal den nächsten Teil bei Können Pflanzen Schmerzen empfinden?
Frisst eine Raupe an einem Baum, lässt die Reaktion nicht lange auf sich warten. Wie genau der Baum den Fraßschaden registriert, ist nicht gut erforscht. Wissenschaftler konnten aber in Experimenten zeigen, dass sich beim Raupenangriff ein bestimmter Signalstoff in der ganzen Pflanze ausbreitet und daraufhin einen Stoff in das Blatt schießt, der es für die Raupe ungenießbar macht. Sogar so etwas wie Wundheilung existiert in der Pflanzenwelt. Auf einen Schnitt oder einen Fraßschaden reagiert die Pflanze, indem sie versucht, ihre äußere Hülle zu regenerieren. Die Weitergabe von Signalen bei Bäumen und Pflanzen passiert dabei sogar elektrisch, so ähnlich wie im menschlichen Nervensystem. Aber sind das genügend Anzeichen, um Schmerzen anzunehmen? Dazu bräuchte die Pflanze ein Organ, das diesen auch als negative Erfahrung deuten könnte. Beim Menschen übernimmt das Gehirn diese Rolle. Über das Rückenmark gelangt die Information zum Gehirn und wird erst dort als Schmerz wahrgenommen. Eine solche Struktur gibt es bei Pflanzen nicht. Bäume und andere Pflanzen reagieren also tatsächlich auf Verletzungen, aber Schmerzen empfinden sie dabei nicht. Okay, das wäre ein Punkt, wo ein Veganer sagen würde, ja, hier haben wir es ja. Schmerzen gibt es nicht. Und es geht uns ja darum, dass man bei fühlenden Individuen den Schmerz minimiert. Insofern kann man sagen, okay, sowas wie ein Gehirn, ein zentrales Nervensystem, ja, finden wir bei Bäumen im Wald oder bei Pilzen nicht. Ja, zumindest so wie wir es nicht, also so wie wir es kennen von uns aus. Ne? Also Rückenmark und so, das gibt es da nicht. Aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es möglich wäre, dass die ganze Pflanze sozusagen als Gehirn funktioniert. Als ein waberndes Rückenmark sozusagen. Und interessant finde ich, das habe ich letztens noch in einem Podcast von Peter Wohleben gehört, dass Mutterpflanzen, also Mutterbäume zum Beispiel, die entscheiden sich aktiv, ihre eigenen Nachkömmlinge zu versorgen und nicht irgendwelche fremden Nachkömmlinge. Und das können die wohl ganz fein unterscheiden. Und da denke ich mir dann auch, okay, wenn sie diese feine Unterscheidung machen können und aktiv zum Beispiel ihre eigenen Nachkömmlinge mit Glukose oder sonst was versorgen, ist das nicht eine Form von Intelligenz und vielleicht auch ein Hinweis auf ein Bewusstsein? Wenn ein Veganer nun entgegnen würde, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist, das wäre auch wieder ein Logikfehler, nämlich Argumentum ad Incredulitatem. Ich hoffe, das war die richtige Akkusativform. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Erklärst du mir das? Ich empfehle, das hatte ich in ein paar anderen Videos von mir schon mal gesagt, ich empfehle diese Seite Your Logical Fallacy Is. Dort findet man nämlich so eine Auflistung von Logikfehlern, die in Diskussionen häufig auftauchen. Und eins davon, ich glaube im Englischen heißt das, wie war es nochmal? Appeal to Incredibility oder Incredulity heißt Argument der Ungläubigkeit. Also die Idee ist, okay, hier gibt es eine Vorstellung, die kann ich nur schwer greifen, also ist sie nicht wahr. Dieser Logikfehler, der taucht manchmal auf im Zusammenhang mit Evolution. Ja, dass der Mensch von einem affenähnlichen Wesen abstammt, das kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb ist es auch nicht wahr. Ja, das ist diese Logikfehler, der dahinter steckt. Und so ähnlich ist das hier. Also heute können wir uns schwer vorstellen, dass ein Baum, dass der auch sowas wie Gefühle, ne, oder ein Bewusstsein hat, aber dass wir uns das nicht vorstellen können, das bedeutet nicht, dass es nicht so ist. Ja. Ja? Genau. Dann lesen wir weiter bei, können sich Pflanzen sozial verhalten? Bis ein kleiner Sämling Photosynthese im nennenswerten Umfang betreiben kann, dauert es. Durch die dichten Kronen der älteren und höheren Bäume dringt kaum Licht. Wie also überleben die kleinen Bäume so lange? Die kanadische Forscherin Suzanne Simard hat erstaunliche Beobachtungen gemacht und das Wood Wide Web spielt dabei eine entscheidende Rolle. Über das Netzwerk fließen Nährstoffe von einem zum anderen Baum. Hier ist mir irgendwie der Begriff Photosynthese ins Auge gefallen. Erinnere mich nochmal, wovon leben Pflanzen? Die leben von Licht und wovon leben die noch? Was war das nochmal? Kann es dieser Stoff sein, den alle irgendwie jetzt ganz böse verteufeln? Ich weiß nicht. Ist das dieser böse Stoff CO2? Ja, irgendwas. Bin mir nicht so sicher. Irgendwas leuchtet mir da ein. Ja, ja.
Also ich würd ja gerne mal so einen Klimakleber zum Beispiel fragen, was wäre, wenn man alles CO2 der Welt jetzt aus der Atmosphäre entfernen könnte? Ja, wenn man das irgendwie, wenn man das irgendwie binden könnte, also so wie dieses, wie heißt das nochmal, Trockeneis. Dieses, dieser weiße Stoff, der in Wirklichkeit gebundenes CO2 ist. Würdet ihr das machen wollen? Wäre das nicht eine Möglichkeit? Weil dadurch kann man ja wiederum das Klima retten. Ich frage absolut. Ich frage mich, wie würden die darauf reagieren? Ja, und wenn man die dann fragt, was hat das zur Folge? Das würde ich zu gerne wissen. Kennst du die Serie Breaking Bad? Ja. Sagt mir was, ja. Ja, und da dieser Walter White ist ja ein Chemielehrer und der sagt halt in einer Folge, alles Leben besteht aus Kohlenstoff. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt auch diese Klimakleber alle wissen. Also insgesamt nicht nur Kohlenstoff, wie wichtig eben auch CO2 für das ganze Leben ist einfach. Ne? Und ja, ist eben, ja, finde ich auch mal interessant, wenn man das fragen würde. Ja. Wir hatten ja gesagt, abdriften vom Thema, das ist hier bei mir gern gesehen und erlaubt, weil das ist manchmal auch lustig. So, aber wir waren eigentlich bei der Frage, sind Bäume auch, was war das? Sind Bäume auch sozial, genau. Mhm. Ja, also anscheinend ja, denn ansonsten würde es diese Phänomene hier nicht geben. Genau. Dann sind wir bei, wie junge Bäume versorgt werden. Soll ich lesen? Liest du bitte mal. Wie junge Bäume versorgt werden. In verschiedenen Experimenten konnten Siemart und ihr Team diesen Austausch von Stoffen beobachten. Besonders viele Pilzverflechtungen bilden sich zwischen großen Mutterbäumen und ihren eigenen Sämlingen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Und mehr noch, vom großen Mutterbaum gelangt sogar eine Zuckerlösung zum Sämling, die den kleinen Baum ernährt. Ein Vorgang, der zu vielen sehr menschlichen Vergleichen einlädt. Aber für eine bewusste Versorgung durch den Mutterbaum gibt es keine Hinweise. Die jungen Bäume zapfen das unterirdische Netzwerk an. Bäume, die mit dem Mutterbaum genetisch verwandt sind, sind dabei auch besonders erfolgreich. Und dieser letzte Punkt, den finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was ich letztens in diesem Podcast gehört habe, dass eben die Mutterbäume aktiv oder auch Mutterpflanzen, das ist auch bei Pflanzen auf dem Boden oder Sträuchern irgendwie beobachtet worden, dass die aktiv ihre eigenen Nachkömmlinge versorgen und auch wissen, also dass der daneben, der ist nicht von mir, der ist von dem neben mir wiederum gekommen. Ne? Und wie gesagt, für mich ist das eben auch ein Hinweis auf ein gewisses Bewusstsein der Umwelt auf jeden Fall. Ja, das finde ich so ganz allgemein faszinierend an Naturphänomenen. Woher wissen die, in diesem Fall die Pflanzen, woher wissen die das? Wissen in Anführungszeichen. Ja. Ich meine, dabei muss sich die Natur ja etwas gedacht haben, ne? Auf den Punkt, was sich die Natur gedacht hat, möchte ich später auch nochmal näher eingehen. Halten wir fest. Jawohl. Dann bin ich dran bei Pflanzenbewusstsein in der Forschung. Im noch relativ jungen Forschungsfeld der Pflanzenneurobiologie, habe ich auch noch nicht gehört, den Begriff in der Form, beschäftigen sich Wissenschaftler tatsächlich mit pflanzlichen Synapsen und pflanzlicher Intelligenz. Die Schlussfolgerungen daraus sind aber in der Wissenschaft zum Teil sehr umstritten. Selbst einige Pflanzenforscher sprechen von einer Art Pflanzenbewusstsein. Im Juli 2019 unterstützte ein Forschungsteam um Lincoln Tides von der University of California in Santa Cruz mit seiner Veröffentlichung diejenigen, die die Existenz eines Pflanzenbewusstseins ablehnen. Sie bilden auch die große Mehrheit unter den Pflanzenphysiologen. Das Forschungsteam bezieht sich aber vor allem auf eine neue Hypothese der Evolution des Bewusstseins. Der Neurowissenschaftler Todd Feinberg, der Evolutionsbiologe John Mallet haben die Gehirnanatomie und funktionelle Komplexität sowie das Verhalten einer Vielzahl von Tieren analysiert und auf dieser Basis Kriterien entwickelt, die für die Entwicklung eines Bewusstseins eigentlich notwendig wären. Die einzigen Tiere, die diese Mindestanforderungen erfüllen, sind demnach Wirbeltiere, Arthropoden und Kopffüßer. Pflanzen seien dafür anatomisch viel zu simpel gebaut. Das wäre also ein Punkt, der dagegen spricht. Die spannenden Reaktionen von Pflanzen auf ihre Umwelt seien damit nicht mehr als genetisch kodierte Programme, die sich im Laufe der Evolution als hilfreich für die Pflanze gezeigt haben. Weniger erstaunlich sind sie deshalb nicht. Ja, also man muss fairerweise festhalten, was die Idee betrifft, da sind wir noch ganz am Anfang und es bleibt Spekulation, nicht wahr?
Ja, das würde ich genauso sehen. Und ich denke dann auch immer, früher hat man auch dann gesagt, ja, das kann gar nicht sein. Ne? Und später hat sich dann rausgestellt, ach doch, es ist tatsächlich genau so. Und ja, deshalb bin ich mal gespannt, was sich dann noch alles tun wird. Ja, das sind so Punkte, da wünschte ich mir, man hätte mal, es bräuchte ja gar nicht mal eine Zeitmaschine sein. Es würde ja reichen, wenn man irgendwie das Fernsehen von in 200 Jahren schauen könnte oder was auch immer man bis dahin als Fernsehen hat. Ja, oder irgendwelche, keine Ahnung, Wissenschaftsblätter, ist ja auch immer fraglich, wie das dann so ist in der Zukunft, aber ne, könnte auch interessant sein, sowas mal zu lesen dann. Jawohl. Dann dann gehen wir doch mal der Frage nach, ja, was ist eigentlich die Natur des Menschen und ist der Mensch von Natur aus nicht auch Fleischfresser, und ich betone auch, weil ich würde ja nicht sagen, dass sich ein Mensch auch wirklich nur, bis auf seltene Ausnahmefällen, nur von Fleisch ernähren sollte. Und da hattest du mir einen Artikel geschickt von brillenedelmann.de, die tierischen Augen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich das habe. Einen Augenblick. Ah ja, genau, hier habe ich es doch auch schon, Augen. Genau. Genau, also es geht ja hier um die Frage, die Natur hat sich ja etwas dabei gedacht, den Menschen so zu machen, wie er heute ist. Denn wenn es diese Gründe nicht gäbe, wäre der Mensch nicht so, wie er heute ist. Das ist logisch, ne? Und da schauen wir doch mal. Achso, zur Erläuterung. Ein Argument, was auch gerne in Diskussionen zum Thema Veganismus drankommt, ist ja, okay, aber Menschen haben ja kein Gebiss, so wie zum Beispiel Kühe oder Rehe. Ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass sie nicht auch Fleisch essen sollen? Ja, und darauf reagiert ein Veganer normalerweise, indem er sagt, ja okay, aber das Gebiss alleine ist ja auch keine Rechtfertigung dafür, ja, dass man Fleisch fressen soll. Und ich würde halt entgegnen, es gibt halt noch andere Kennzeichen dafür, ne, die Natur den Menschen gegeben hat, die jetzt sagen, dass eine nicht-vegane Ernährung eben auch für den Menschen geeignet ist. Und dazu zählen, wie wir hier sehen, unter anderem die Augen. Da haben wir halt diesen Unterschied tierische Augen und dann nochmal die Unterscheidung Beutetiere und Jäger. Und der Mensch, ne, ist ja Jäger und Sammler, was man halt unter anderem auch an seinen Augen erkennen kann. Und als Beispiel, mal sehen, was haben wir hier als Beispiel? Hier haben wir einmal Fluchttiere und einmal Raubtiere. Genau, so wird das hier unterschieden. Und da lesen wir als erstes tierische Augen. Jeder kennt die interessante Form der Pupillen von Ziegen und Schafen. Bei Katzen und Hunden wiederum sieht sie ganz anders aus und bei Nagetieren sitzen die Augen weit außen am Kopf. Egal um welches Tier es sich handelt, die Natur hat sich bei der Verteilung der Tieraugen einiges gedacht. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich ganz gern anbringe. Die Natur hat sich was dabei gedacht. Na, die Natur ist schlau. Es muss einen Grund dafür geben, dass die Dinge so und so sind. In unserem neuen Beitrag gehen wir auf die spannende Welt der Tieraugen ein. Dann liest du doch bitte mal bei Besonders in der Tierwelt. Besonders in der Tierwelt ist Auge nicht gleich Auge. Es gibt bestimmte Tiergruppen und Arten, die sich den gleichen Aufbau von Augenpositionen, Pupillenform und Eigenschaften teilen. Und dennoch hat jedes Tier seine Eigenheiten. Besonders bei Säugetieren entdeckt man große Unterschiede, denn vor allem die Platzierung in der Nahrungskette spielt im Laufe der Evolution eine große Rolle bei der Entwicklung dieses wichtigen Sinnesorganes. Augen von Fluchttieren. Soll ich noch weitermachen? Ja, bitte noch Augen von Fluchttieren. Tiere, die Gefahren schnell im Rundumblick erfassen müssen, haben keine runden Pupillen, wie wir es von uns Menschen kennen. Außerdem befinden sich die Augen nicht im vorderen Bereich des Kopfes. Besonders von Pferden, Ziegen und Schafen sind die schlitzförmigen Pupillen bekannt. Sie sorgen für ein erweitertes Blickfeld und dank der Platzierung links und rechts vom Kopf kann auch von hinten kommende Gefahr frühzeitig erkannt werden. Abgesehen von diesen Eigenschaften können diese Tiere aber auch ähnlich scharf und farbig sehen wie der Mensch. Dann übernehme ich nochmal. Ah, Moment mal, hier haben wir. Ah, hier kommen jetzt noch drei weitere Beispiele. Okay, ein kleiner Einschub von mir an der Stelle.
Also die Augen eines Tieres sind ja ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Natur gesagt hat, okay, wir unterteilen jetzt die Lebensformen quasi in unterschiedliche Kategorien. Ne, das eine ist ein Fluchttier, das andere ist ein Raubtier, ne, wie hier ein Gepard ist das, ne? Genau, Gepard. Mhm. Ja, und da würde ich an der Stelle fragen, wie kommt es eigentlich, da würde ich weiter ausholen und fragen, wie kommt es eigentlich, dass die Natur überhaupt gesagt hat, dass es sowas wie Flucht- und Raubtiere geben soll? Hätte es nicht auch gereicht, wenn Mutter Natur gesagt hätte, okay, es gibt halt nur Bäume und dann meinetwegen noch Pilze und dann meinetwegen noch Bienen, die sich darum kümmern, dass auch alles bestäubt wird und so? Ich meine, das hätte doch theoretisch gereicht und dann würde es auch diese ganzen, diese ganzen Grausamkeiten nicht geben. Ich glaube, Bienen, ich weiß gar nicht, was... die, wenn es nur Bienen gibt, okay, vielleicht, aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere, also Ameisen und so, die sind ja teilweise auch ein bisschen grausam. Und da frage ich mich einfach, gibt es nicht einfach Leben immer nur in, wie soll man sagen, Dualität, also Yin und Yang sozusagen, Schwarz und Weiß, Tag und Nacht. Und eben das Fluchttier oder wenn man Pflanzenfresser sagen will und Fleischfresser, ne? Also gibt es nicht immer so dieses Yin und Yang quasi? Gehört das nicht einfach zur Natur dazu? Und dann ist eben auch vielleicht so eine kleine spirituelle Frage, haben wir Menschen da so ein bisschen auch uns verloren und gar nicht mehr den Platz, also wissen gar nicht mehr genau, wo wir da hingehören? Das könnte man dann noch ein bisschen weiterführen. Ja, ich denke, an der Stelle würde ein Veganer kontern mit naturalistischer Fehlschluss. Das heißt, die Idee, die dahinter steckt, ist ja so, okay, weil hier, also das Beispiel hier Geparden, ne? Weil Geparden das machen, heißt das ja nicht, dass wir das machen müssen, weil Menschen sind ja moralische Agenten, da sie ein höheres Bewusstsein haben, im Gegensatz zu Tieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, durchaus, auf jeden Fall. Aber ich finde zum Beispiel auch, mit diesem höheren Bewusstsein geht eben auch eine große Verantwortung mit einher. Ne? Also, das Spider-Man-Argument, ja. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Mit großer Absolut. Macht oder in dem Fall hohem Bewusstsein geht große Verantwortung einher. Genau so ist es. Also ich nehme mal dieses Beispiel, es gibt Mütter, die ernähren ihre Kinder nur vegan. Und da gibt es tatsächlich auch Fälle, wo Kinder dann gestorben sind, weil sie nicht genug Nährstoffe erhalten haben. Und da ist eben die Frage, willst du dein moralisches Verständnis über das Wohl deines Kindes stellen und vielleicht aber auch über das Wohl von dir selber stellen? Und solltest du dein Bewusstsein nicht dazu verwenden, abzuwägen und eine Balance zu finden und zu sagen, okay, ich schlachte jetzt hier nicht wild tausende von Tieren ab, weil ich da Bock drauf habe, sondern ich gucke einfach, was brauche ich zum Leben und gehe vielleicht einfach auch wertschätzender mit allem einfach um. Ich finde, dazu ist unser Bewusstsein da, nicht dazu da, aus Emotionen wie Wut oder Aggression zu reagieren oder mit moralischem Schwert über allem zu schweben. Das ist irgendwie so das, was ich denke. Ja. Und eine Frage, die sich für mich noch stellt, ist, solange wir die wahre Ursache für all das nicht kennen, wie können wir darüber beurteilen, was dann moralisch richtig ist und was nicht? Ne? Ich meine, was wir heute erreicht haben, ist ein Stadium, wo wir einige Aussagen über die Natur der Dinge, der Tiere und Pflanzen machen können. Jedoch, was wir noch nicht kennen, ist halt der ultimative Grund dafür, dass die Natur so beschaffen ist. Dass die Natur gesagt hat, okay, wir unterteilen das in Fluchttiere und Raubtiere. Na, und solange diese Ursache nicht bekannt ist, könnte man ja sagen, das ist ja ein... Ja, das ist ja voreilige Schlüsse ziehen, dass man sagt, wir müssen jetzt vegan sein. Weißt du, was ich meine? Absolut, ja, auf jeden Fall. Und das mit der Moral, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, das ist ja auch ein Argument, ne? Da können wir gleich wirklich nochmal genau drauf eingehen. Meine Frage wäre, muss man alles tun, was angeblich moralisch richtig wäre? Und wer sagt denn, was moralisch richtig wäre? Und da wäre meine Antwort drauf, die einzig wahre existierende moralische Instanz ist der eigene Wille. Na, also die sehr religiös sind, würden sagen, okay, Gott ist die einzig moralische Instanz. Okay, dann würde ich wiederum fragen, okay, woher kommt denn Gott? Wer hat denn sich diese Idee ausgedacht? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, okay, die Menschen haben Gott erfunden, nicht umgekehrt. Das würde ich an der Stelle argumentieren. Deshalb sage ich eben,
alle Menschen leben letzten Endes nach diesem moralischen Grundsatz, dass nämlich der eigene Wille das Einzige ist, was Moral zwischen richtig und falsch vorgibt. Oder um es mal so zu formulieren, also wenn ich morgen aufwache und denke, Handlung XY ist moralisch, obwohl ich vorher dachte, das ist nicht moralisch, dann ist das die einzige moralische Instanz, die da existiert. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ja. Also wir leben ja natürlich in sozialen Gesellschaften irgendwie. Wir sind geprägt von unserer Umwelt einfach, ne? Und da kriegen wir Moral und Ethik und alles Mögliche natürlich mit durch unsere Gesellschaft und denken dann, okay, das und das ist jetzt richtig. Aber wenn man das alles wegließe, dann käme ja wirklich die Person an sich nur zum Vorschein. Und dann wäre man die einzige moralische Instanz, die man hat. Und so sehe ich das zumindest so, dass man auch immer von außen irgendwie ein bisschen beeinflusst wird. Mhm. Du wirst zum Beispiel bei einem Naturvolk, wirst du keinen finden, der sagt, nein, ich darf das, oder zumindest wahrscheinlich nicht viele finden, die sagen, nein, ich darf dieses Tier nicht schlachten, weil wir haben jetzt Hunger, ne? Natürlich, ist doch ganz klar, wir haben sonst nichts zu essen. Da ist die Moral jetzt eben nicht, wir verschonen das und wir ersparen ihm Leid und so, sondern wir sagen, okay, wir haben Hunger, wir schlachten auch jetzt nicht alle Tiere des Waldes, sondern nur das eine, was wir eben brauchen. Und ja, von daher, also für mich ist Moral und so auch immer sehr kulturell geprägt von unserem Umfeld und so weiter. Ja, ja, na klar. Man kann sagen, das kulturelle Umfeld prägt Moral. Ja, sehr viel mehr würde mir da eigentlich nicht zu einfallen, nur dass halt am letzten Endes dann immer der eigene Wille steht, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt, okay, sagen wir mal, Moral ist irgendwie auch immer so ein Totschlagargument, ne? Das hat man jetzt gerade bei Corona gesehen. Ja, wie, du willst dich nicht solidarisch verhalten? Also das geht gar nicht, ne? Und da war ja Moral so ein ganz, ganz großes Ding. Und ich habe das Gefühl, beim Veganismus ist das eben auch ein riesengroßer Teil, dieses moralische, sich besser verhalten, weil man weiß doch, was richtig ist. Und warum tut man denn das dann nicht, wenn das doch richtig ist? Und so diese Schlussfolgerung irgendwie. Und ich würde einfach fragen, muss man das denn? Ist das zwangsläufig nötig, dass man das alles tut? Hätten sich dann alle auch impfen müssen, obwohl sie vielleicht es nicht wollten, weil es doch moralisch gewesen wäre? Und ja, das ist irgendwie, du kannst das überall drauf beziehen, ne? Auch wenn du zum Beispiel irgendwie Leute hast, die aus anderen Ländern hier reinkommen, die vor irgendwas fliehen oder auch nicht. Ist es denn nicht moralisch richtig, jeden aufzunehmen? So irgendwie, ne? Also du kannst es, wie gesagt, auf alles legen wie so eine Schablone mit der Moral. Ich finde das sehr schwierig, um es mal euphemistisch zu sagen. Mir fällt an der Stelle immer dieser Spruch ein, der Pfad zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Das heißt, wenn man so auf die Geschichte der Menschheit zurückschaut, dann wird es häufig Zeiten geben, wo man gesagt hat, ja, wir sind die Guten, wir haben das Moralische, das Gute auf unserer Seite, ne? Aber genau das hat eben ins Verderben geführt. Deshalb bin ich immer etwas misstrauisch, wenn jemand mit Moral kommt, ne? Immer. Muss man auch, meiner Meinung nach. Also, wie du schon sagst, dass die meisten wirklich bösen, ich sag mal in Anführungsstrichen bösen Taten, wurden begangen mit dem Gedanken, ja, das ist das Richtige, das ist das Gute. Und deshalb muss man da immer vorsichtig sein. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an diesen einen Sketch, der im BBC-Fernsehen mal gezeigt wurde. Da stehen zwei Soldaten von der SS oder so im Schützengraben im Krieg und der eine fragt den anderen, Hans, sag mal, sind dir eigentlich mal unsere Mützen aufgefallen? Meinte er, nee, wieso, was soll damit sein? Ja, unsere Mützen, da sind Totenschädel drauf. Und die Amerikaner zum Beispiel, die haben Streifen bei sich an der Uniform und die Russen, die haben so Sterne, aber wir haben Totenschädel mit so überkreuzten Knochen. Ist dir das mal aufgefallen? Und dann fragt er so, Hans, kann es sein, dass wir die Bösen sind? Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Die Idee findet man hier bei YouTube, den Sketch, ne? Hans, are we the baddies? Ja, findet man bei YouTube den Sketch, finde ich ganz aufschlussreich, weil die Idee, die dem Ganzen zugrunde liegt, die lautet natürlich, okay, diejenigen, die was Böses tun, sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie was Böses tun.
Und sie verkaufen es auch so, als wäre es das Richtige und das einzig Gute und die anderen sind die Bösen. Das gehört ja auch immer irgendwie dazu. Nicht nur sich selber als gut darzustellen und das vielleicht sogar zu glauben, sondern auch die anderen, die sind dann immer die Bösen. Ja, deshalb bin ich immer ein bisschen misstrauisch, wenn es um Moral geht. Ne? Okay, nächster Abschnitt ist hier, was hatten wir, Augen bei Fluchttieren, ne? Ich vergesse immer, wer dran ist. Weil normalerweise möchte ich ja abwechseln, ne? Ich glaube, ich war halt zuletzt dran. Dann Augen bin ich von Raubtieren. Augen von Raubtieren? Ach nee, dann bin ich das bei Augen von, Augen von... Also ich muss ja, du Augen musst noch von Augen von Raubtieren. Okay. Hat ein Tier keine große Zahl natürlicher Feinde, sondern zählt selbst zu den Jägern, gleichen die Augen den menschlichen sehr. Frontal platziert bietet sie optimale Sicht bei der Jagd und durch die bewegliche runde Pupille lässt sich die Beute bestmöglich fokussieren. Außerdem können beispielsweise Raubkatzen ihre Pupillen deutlich verengen oder weiten, um sich an starke Helligkeit oder Finsternis anzupassen. Hinzu kommt eine zusätzliche Schicht innerhalb des Auges, die sogenannte Spiegelschicht oder auch Tapetum. Diese Schicht liegt hinter der Netzhaut und reflektiert ankommendes Licht ein zweites Mal, wodurch diese Tiere nur ein Sechstel der Lichtmenge benötigen, die ein Mensch zum Sehen mindestens braucht. Ah, das kennt man von Katzen, die nachts besser sehen können, ne? Die also so eingebaute Nachtsicht quasi haben. Genau. Ja, das heißt, man kann sagen, die Augen sind also ein wichtiger Indikator dafür, wozu die der Natur ein Tier designt hat, ne, in Anführungszeichen. Das sieht man gerade hier bei Raubkatzen, sieht man das gut. Oder als nächstes Beispiel das hier von Raubvögeln. Okay, ich lese mal. Augen von Raubvögeln. In Sachen Platzierung und Pupillenform gehören Adler, Falke und Co. zu den Raubtieren. Doch eine Sache haben sie den am Boden jagenden Tieren voraus. Sie haben einen außergewöhnlichen Zoom-Mechanismus in ihren Augen. Dank dieser Fähigkeit sind sie in der Lage, ihre Beute bereits aus mehreren hundert Kilometern Entfernung zu erfassen und zu verfolgen. Zusätzlich können manche Vogelarten ultraviolettes Licht sehen, was ihnen das Aufspüren von Mäusen über den Urin ermöglicht. Spannend, okay. Ja, also es ist schon erstaunlich, was sich die Natur alles hat einfallen lassen, ne? Ja, Dinge, die ja so für uns gar nicht sichtbar oder begreifbar wären. Ja, das ist echt ziemlich spannend. Ja, dann gehen wir noch weiter zu Augen von Insekten. Die wohl spannendsten Augen haben Insekten. Kaum ein Insekt hat nur zwei Augen. Meist handelt es sich um tausende Einzelaugen, so beispielsweise bei Libellen, Fliegen und Co. Die Faszination des Ganzen, jedes dieser zahlreichen kleinen Augen ist in eine andere Richtung ausgerichtet. Durch die mosaikartige Anordnung sehen Insekten allerdings nicht besonders scharf. Ja, das frage ich mich auch, was hat sich die Natur dabei gedacht, dass hier ein Brummer so viele kleine einzelnen Augen hat? Also, hätte es da nicht irgendwie, ist da nicht irgendwie eine andere Designmöglichkeit gegeben? Ich weiß nicht. Die Natur probiert, glaube ich, einfach immer aus. Also, so was funktioniert am besten irgendwie und was funktioniert nicht so gut. Und das, was gut funktioniert, das wird halt auch dann weitergegeben. Ja, das scheint so ein Grundprinzip der Natur zu sein. Gilt ja auch für den Menschen. Denn, was einige nicht wissen, vor, ich weiß nicht, ich glaube, mehreren hunderttausend Jahren, gab es tatsächlich noch mehrere unterschiedliche Spezies von Menschen. Und die heute da sind, sind die einzigen, die es bis in die heutige Zeit geschafft, überlebt haben. Ja. Du meinst da die, wie heißen sie, Neandertaler und so, ja, ne? Neandertaler und so, genau. Das waren dann sozusagen unsere Cousins, die dann aber in der Zeit ausgestorben sind. Ja, manche haben sich, glaube ich, auch gekreuzt angeblich, ne, dass da so ein paar irgendwie Mischwesen rausgekommen sind, aber die Ur-Neandertaler sind halt dann verdrängt worden quasi vom Menschen. Homo Sapiens. Ja, also wir können festhalten, die Augen sind halt ein Indikator dafür, dass die Natur unterschiedliche Arten von Tieren im Sinne von Fliehen oder Rauben erstellt hat. Und dann ist es halt die Frage, wo genau ist der Mensch? Weil eins zu eins gleichzusetzen mit einem Geparden oder einer Ziege ist der Mensch ja nun auch nicht, ist klar. Nee, das stimmt. Ja, und da würde ich dann einfach sagen, der Mensch ist so ein Mischding irgendwie, ne? Der ist genau dazwischen. Der kann sowohl Pflanzen als auch tierische Produkte essen. Und ein weiterer Indikator dafür, das wäre jetzt der Brückenschlag, ne, wären ja Daumen. Und jetzt könnte man fragen, warum sind Daumen eigentlich so wichtig? Und das lesen wir bei
Thumbs gave human ancestors a formidable advantage. Das lesen wir auf CNN.com. Dazu möchte ich sagen, CNN ist normalerweise nicht meine Quelle des Vertrauens. Aber okay, ich meine, diesmal lesen wir was von Daumen des Menschen und inwiefern diese einen Vorteil bieten. Also ich glaube, darauf können wir uns einlassen, ne? Ja, lassen wir uns mal drauf ein. Warte, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob das hier bei OBS richtig erkennbar ist. Ah, Moment, muss ich ein bisschen... Wolltest du nochmal stoppen zur Sicherheit oder wolltest du einfach weitermachen? Ja, das können wir gleich weitermachen. Das dauert nur einen Moment. So, damit die Zuschauer das auch mitverfolgen können. Ansonsten Quellen würde ich dann entsprechend nochmal angeben, falls ihr das nachforschen wollt. Und ich empfehle hier den Google-Übersetzer. Der macht normalerweise einen ganz zuverlässigen Job. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie lang geht der Artikel. Ziemlich lang. Wir können das auch so machen. Ich glaube, wir können die Grundidee davon zusammenfassen. Ja. Ich mache das einfach mal so. Ich überfliege das mal und gebe erstmal nur die Grundidee davon wieder. Also die Hauptidee der Reihe besteht darin, das sehen wir hier in dieser Grafik, dass der Mensch halt von Natur aus einen Vorteil hat, weil er opponierbare Daumen hat. Was heißt eigentlich opponierbar und inwiefern ist das ein Vorteil? Ach so, soll ich das sagen? Sag du bitte mal, hast du da eine Idee? Ja, der Daumen, der kann sich ja, der ist jetzt nicht neben den anderen Fingern angeordnet, wie zum Beispiel bei Katzen oder anderen Tieren. Nein, der Daumen kann die anderen kleinen Finger berühren. Ne? Und das heißt, man kann Dinge greifen und man kann damit auch komplizierte Dinge erstellen. Und dazu brauchst du eben Daumen, also opponierbare Daumen. Also mir erscheint es nur, der Daumen, der scheint gar nicht mal so überaus wichtig zu sein. Aber wenn man mal einen genauen Blick drauf wirft, ist das doch, oder? Ja. Weil nur damit konnten ja insbesondere unsere primitiven Vorfahren die ersten Werkzeuge entwickeln, die wiederum zur Überlebenssicherung notwendig waren. Genau, ja. Na? Und diejenigen von euch, die zum Beispiel Hunde oder Katzen als Haustiere haben, wenn ihr mal genau hinschaut, die sind ja nicht opponierbar. Die Krallen, die Tatzen, ne? Genau. Und da gibt's ja auch immer so witzige Memes irgendwie, wo dann die Katzen sagen, ja, ich würde die Weltherrschaft an mich reißen, aber ich habe leider keine opponierbaren Daumen. ja, sowas. Also, der Daumen. Ein unterschätztes Körperteil, können wir festhalten. Ich fliege hier mal ein bisschen weiter. Was gibt es hier noch für wichtige Ideen? Ich glaube, das Wichtigste hätten wir vielleicht sogar schon gesagt. Sag du mal. Ja, genau. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass der Daumen dazu da war, dass wir Werkzeuge basteln konnten und Werkzeuge dann eben auch zum Jagen. Ne? Also dadurch hat sich meines Wissens nach auch das Gehirn des Menschen so weit entwickelt, weil wir eben auch Fleisch gegessen haben. Und das war eben auch nur möglich, weil wir so Werkzeuge erstellen konnten. Also was heißt wir? Unsere Vorfahren Werkzeuge erstellen konnten. Und an der Stelle fällt mir gleich ein, würde ein Veganer normalerweise intervenieren und sagen, ja gut, unsere Vorfahren, also in der Eiszeit oder so, oder die Jäger und Sammler, die waren ja angewiesen auf Beutetiere aus dem Wald oder so. Aber heute sind wir das ja nicht mehr, weil wir dafür technologisch fortgeschritten genug sind. Na, das würde ein Veganer an der Stelle normalerweise erwidern. Ja. Naja, man könnte sagen, wir sind in der Tat technologisch weiter. Ich meine, wie viele Leute gibt es heute, die in den Wald gehen, sich ein Tier jagen, um ihre Ernährung abzusichern, ne? Ja, außer Jäger, die das hobbymäßig machen, wahrscheinlich nicht viele. Ja, das heißt, es wäre ja heute eigentlich nur noch hobbymäßig. Und ansonsten bräuchte ich ja nur in den Supermarkt gehen, ne, und mir dort das Kilo Mett kaufen. Oder in Zukunft, ich schätze mal, ein Kilo Heuschrecken oder so. Genau. Sind wir wieder bei dem Punkt? Ja, genau. Auch wieder eine Verschwörungstheorie, die sich mal wieder bewahrheitet hat. Ja, komisch, ne? Komisch, dass die alle mal wahr werden. So, ja? Das ist ganz komisch. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der nackten Wahrheit? Die Antwort lautet 6 Monate. Ja. Das fällt mir an der Stelle ein. Ja. Ja, das ist dieser Punkt der Notwendigkeit. Und darauf würde ich halt antworten mit dem, was wir am Anfang hatten. Nämlich mit dieser Bioverträglichkeit und halt welche Folgen eine vegane Ernährung häufig, Hashtag not all, haben kann. Für die Menschen, insbesondere bei kleinen Kindern. Ja? Mhm.
Ja. Und das würde ich halt ja eben schnell kontern. Nur dieses, also das, da gehe ich vollkommen mit, und ich würde halt noch besonders hervorheben dieses B12, ne? Also, weil es gibt ja bestimmte Algen, die kannst du dann auch irgendwie zu dir nehmen in Tabletten- oder Kapselform. Ja, da kriegst du auch B12, aber es ist nicht so gut, die Bioverfügbarkeit ist einfach nicht so gut. Und wenn das, für mich ist es so, wenn es von der Natur aus vorgesehen ist, dass wir Menschen nun mal B12 brauchen und das nur durch tierische Produkte hinzufügen können, ist es für mich ganz klar, klar, ja, dann sollten wir, wenn wir möglichst natürlich leben wollen und nicht Chemie in uns reinstopfen wollen ohne Ende, dann sollten wir eben auch Fleisch essen und Milch trinken und Eier essen und sowas, ne? Weil ich finde, das ist auch immer ganz interessant. Viele scheinen das irgendwie Veganismus und Vegetarismus gleichzusetzen, ne? Das heißt immer so, ja, wir essen kein Fleisch, wir essen kein Fleisch, und das ist ja okay, aber Veganer verzichten ja auf alles Tierische, ne? Und ich halte das einfach für wahnsinnig ungesund. Also wenn du komplett auf alles Tierische verzichtest. Ja, ja. Also was mir auch auffällt, ist, dass in diesen veganen Debatten es halt häufig mal außer Acht gelassen wird, dass ja, dass auch welche dran sterben, ne, wenn sie längerer Zeit eine vegane Ernährung mitmachen. Ne, weil die Fälle gibt es ja auch. Ne, das heißt, da sollte man vielleicht mehr Acht drauf legen. Ja, also gerade bei kleinen Kindern, ne? Und was ich ja in dem Zusammenhang auch noch spannend finde, da können wir vielleicht direkt auch immer nochmal so ein bisschen reingehen, wenn man Tiere dann eben vegan ernährt, ne? Also Haustiere. Das finde ich auch sehr schwierig. So wie gewisse Leute, die wir kennen, die auch aus unserer Bubble kommen, nicht wahr? Ja, ich habe das gehört irgendwie und ich konnte es gar nicht glauben, aber ja, finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich habe es auch eher gerüchteweise gehört von mehreren Stellen, aber okay, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte an der Stelle Folgendes machen. Das wäre auch ein ganz guter Brückenschlag. Genau, was sagt eigentlich das Gesetz, das deutsche Tierschutzgesetz dazu? Und da hast du diesen Link von klugo.de, hast du den? Ich glaube nicht. Schicke ich dir? Irgendwie. Schicke ich dir via Talky, dann hast du den auch gleich. Und das ist dann der zweite Absatz davon. Der bringt das nämlich ganz gut auf den Punkt. Da lesen wir geltende Vorschriften gemäß Tierschutzgesetz. Und da ist für uns interessant in erster Linie dieser zweite Abschnitt. Also hier geht es darum, was Katzenbesitzer bei der Haltung beachten müssen. Denn was man ja häufig hört, ist, dass Veganer ja nun mal einen besonderen Wert auf Tierschutz setzen. Aber jetzt ist es ja nun mal so, Katzen, so wie Löwen, Geparden, Tiere, was weiß ich, sind ja nun mal rein karnivore Tiere. Ja. Hier lesen wir, was Katzenbesitzer bei der Haltung beachten müssen. Dabei gilt in erster Linie Ruhestörung, nee, das ist egal. Geltende Vorschriften gemäß Tierschutzgesetz. Da lesen wir hier, grundsätzlich muss jeder Tierhalter dafür Sorge tragen, dass die individuellen Bedürfnisse, ja, das ist hier hervorgehoben, individuelle Bedürfnisse, ne, dass die seines Tieres zu jeder Zeit befriedigt sind. Hierzu zählen laut § 2 Blut nicht nur eine korrekte Ernährung, da haben wir es ja, ne, eine korrekte Ernährung, die gründliche Pflege und tägliche Beschäftigung, sondern auch die gegebenenfalls anfallende medizinische Versorgung sowie Verantwortung, das seelische Wohlergehen des Tieres zu schützen. Ja, also hier besonders individuelle Bedürfnisse und eine korrekte Ernährung, die muss natürlich angepasst sein an das Tier. Ja. Ne, weil ansonsten kann man auch hier von Tierquälerei sprechen. Und das ist ja ironisch. Wenn man bedenkt, dass sich Veganer ja in erster Linie für Tiere, das Wohlergehen von Tieren einsetzen. Ja, ja, das ist richtig makaber, könnte man fast sagen, irgendwie. Also es gibt ja auch diese kleinen Videos immer zwischendurch bei Instagram oder so, wo dann gezeigt wird, ja, eine Veganerin setzt ihrem Hund einmal einen Fleischhappen vor und irgendwie veganes Essen. Der Hund geht immer auf das Fleisch. Und bei Hunden, die sind tatsächlich ja auch Allesfresser, denen kannst du das vielleicht noch irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, antun. Aber bei Katzen ist es tatsächlich dann einfach Tierquälerei, finde ich. Ne? Und das sollte man eben auch bedenken. Und da würde ich dann auch einen Veganer fragen, wie stellst du dir das vor? Dürfen für Katzen dann in dem Fall noch Tiere geschlachtet werden?
oder nicht. Also müsste man dann vielleicht sogar so weit gehen und sagen, man verbietet Haustiere, weil man kann die ja dann nicht mehr versorgen, die müssen sich selber versorgen. Das wäre dann der ultimative Schritt quasi. Das heißt, da ist man tatsächlich in der Zwickmühle, ne, weil man jetzt sagen muss, okay, ich möchte Tierleid vermeiden, okay. Das heißt, wenn ich jetzt das Tierleid der Katze vermeiden will, fütter ich sie weiterhin mit, was fressen Katzen nochmal, so Hühnerherzen? Oder allgemein Mäuse. Ne, oder allgemein Katzenfutter, was dann wiederum aus den entsprechenden Teilen besteht. Ja. Ne? Oder möchte ich jetzt auf der anderen Seite allgemein verhindern, dass andere Tiere dafür sterben müssen? Also es ist eine Zwickmühle in dem Sinne. Mhm. Weil für beides kann man nicht haben. Ne? Ja. Warte mal, geht es hier noch weiter für was für uns interessant ist? Genau, hier geht es noch um Haltungsraum. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig für uns. Naja, wir wollen ja erst Essen gucken eigentlich. Ja, und dann geht es hier noch Stress vermeiden. Naja, Stress vermeiden bei Katzen wäre dann ja, wenn man sie artgerecht ernährt, was dann also bei einer rein veganen Diät nicht mehr ginge. Also, ja, auch das wäre dann nicht mehr möglich. Ja. Also, man kann an der Stelle festhalten, das deutsche Gesetz verbietet es, das Tierschutzgesetz. Gleichzeitig muss man sagen, das ist auch ein Punkt, den Veganer häufig vorbringen, das Gesetz alleine ist ja auch nicht die oberste moralische Instanz. Das heißt, alleine auf das Gesetz kann man auch nicht schauen. Man müsste gegebenenfalls noch andere Gründe dafür finden. Das ist, glaube ich, Argumentum ad, auch irgendeine lateinische Form, Argumentum ad Justitiam oder so. Justitiam, das Recht oder die Gerechtigkeit. Na? Ja, da bin ich raus, da kenne ich mich nicht so mit aus. Ja, ja, ich empfehle, wie gesagt, diese Seite Your Logical Fallacy ist. Und da gibt es halt noch so ein paar alternative Ausdrücke für. So. Achso, apropos Geschmack. Das wäre jetzt nur so ein kleiner Einschub von mir. Also ein weiterer Punkt, der häufig drankommt in diesen Debatten, ist ja, ja, okay, aber Fleisch schmeckt mir ja. Worauf ein Veganer erwidert, ja, aber Fleisch alleine kann ja keine Rechtfertigung, Geschmack des Fleisches alleine, kann ja keine Rechtfertigung sein, denn, hatte ich ja in dem Vorgespräch schon mal erwähnt, den Punkt, ne? Was ist, wenn jetzt einer auf die Idee kommt zu sagen, okay, aber mir schmeckt aber das Fleisch von anderen Menschen, wäre das jetzt okay? Ja, das würde ein Veganer an der Stelle erwidern. Ja. Und mir schwebt vor, ich würde darauf erwidern, okay, eine Rechtfertigung ist es nicht, aber es ist halt ein Indikator dafür, dass die Natur vorgesehen hat, dass sich ein Mensch eben auch fleischlich ernähren soll, um wiederum diese Grundversorgung zu gewährleisten. Ja. Denn man könnte ja jetzt die Frage stellen, die meisten Menschen würden urteilen, ja, dass ihnen Fleisch schmeckt, wenn es entsprechend zubereitet ist und so weiter und so fort. Jetzt könnte man fragen, warum ist das so? Und an der Stelle würde ich sagen, es gibt ja eine ganze Reihe von, ich sage mal, Ausstattungen, von biologischen Ausstattungen, die der Mensch von Natur aus hat. Was ich an der einen Stelle gerne erwähne, ist ja Farbsehen. Wie kommt es eigentlich, dass Menschen von Natur aus in Farbe sehen können? Hätte es nicht auch gereicht, wenn die Natur gesagt hätte, okay, schwarz-weiß reicht ja fürs Überleben, um sich in der Natur zurechtzufinden? Und wieder, ne, gilt die Regel, es muss einen Grund dafür geben, dass das so ist. Ja, und dieser Grund dafür ist ja, dass die Natur den Menschen als ein Überlebenstier geschaffen hat. Ja, das heißt, in Farbe sehen oder was könnte man noch als Beispiel nehmen? Geruch. Allgemein Geruchssinn. Ne, oder hören, sicherlich auch ein wichtiger Sinn. Ja, wie unsere Ohren auch geformt sind. Ja. Ne? Also, dass die an der Seite angebracht sind, den Schall dann besonders gut irgendwie transportieren und so Geschichten. Genau, genau. Also da würde ich erwidern, okay, eine Rechtfertigung ist es in der Tat nicht. Ne, sondern es ist halt ein Indikator dafür, wie das Überlebenstier Mensch sich verhalten soll. Das wäre so meine Antwort darauf. Ja, und also eigentlich hat jeder ja auch so eine bestimmte Prämisse, was schmeckt mir gut, was schmeckt mir nicht so gut, was riecht für mich gut, was nicht so angenehm. Und da zeigt sich für mich dann auch wieder, okay, jeder Körper ist irgendwie unterschiedlich, jeder Körper mag was anderes und tut ihm wahrscheinlich auch was anderes gut. Was mir an der Stelle immer einfällt, es scheint ja so, als gäbe es eine gewisse Reihe von Lebensmitteln, die so polarisierend sind. Die einen sagen, ja, ich mag das, ich stehe da drauf, und die anderen, so gar nicht. Ja. Ich nenne da als Beispiel ganz gerne Pizza Ananas.
Habe ich sofort dran gedacht, ja. Ja. Ich bin ganz pervers, muss ich sagen. Ich esse Pizza mit Spinat und Ananas. Und das ist wirklich krank. Okay, wenigstens bist du ehrlich. Stehe ich überhaupt nicht drauf auf Pizza. Komischerweise, Ananas, also so getrennt als Stücke oder als Saft, ja. Aber nicht auf Pizza. War doch lecker. Ich mag das voll gerne. Ja, daran sieht man halt, ne, ist ja individuell. Richtig, und genau. Daran kann man ja auch wieder erkennen, unterschiedliche Leute haben da einfach aufgrund ihrer Genetik unterschiedliche Ausrichtungen, was für sie das Beste ist. Ja, genau, richtig. Und also wir alle haben ja irgendwo dieses, wir mögen bestimmte Sachen gerne, zum Beispiel süß gerne, ne? Aber wir sind ja auch vom Industriezucker und so total übersättigt eigentlich. Und im Prinzip, wenn man lange, lange Zeit oder kleine Kinder zum Beispiel, wenn du die eigentlich nur relativ gesund und natürlich ernährst, sagen die, nee, so ein Schokoriegel, der ist mir eigentlich zu süß. Und das zeigt eigentlich für mich auch schon wieder, unser Geschmackssinn, der ist recht gut ausgebildet und der weiß eigentlich, was uns gut tut. Nicht so viel Schokolade oder so, sondern eher ja, vielleicht natürliche Süße von Beeren oder ja, sowieso von Gemüse. Also man könnte sagen, der Geschmackssinn, der natürlich verbunden ist mit dem Geruchssinn, ist halt so ein natürliches Werkzeug, was der Mensch in sich hat, was ihn durch die gefährliche Welt leiten soll. Ja. Ja? Genau. Also wenn irgendwas gewaltig stinkt, dann ist das der Geruchssinn, der sagt, nee, geh da nicht hin, fass das nicht an und vor allem ist es nicht. Ja, genau. Ja? Mal sehen, was gibt es da noch für Lebensmittel? Mir fällt da noch ein Sushi. Da gibt es auch die einen, die sagen, die mögen das, die anderen nicht. Ich mag es. Ich mag das auch, aber ich bin da auch so ein bisschen komisch. Sushi ist für mich dann immer ohne Fisch, sondern eher mit Gurke und ja. was da alles irgendwie so an vegetarischem Zeugs bei ist. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht überwinden, rohen Fisch zu essen. Es geht irgendwie nicht. Aber du wolltest noch irgendwas sagen zu diesem Artikel, wo auch irgendwie von Fleisch- und Fischersatz oder sowas stand. Weißt du noch, was du da sagen wolltest? Fleisch- und Fischersatz? Fischersatz. Nee. In diesem Katzenrestaurant, da hatten die irgendwie geschrieben, so, ja, hier, Fischersatz, das ist so geil irgendwie. Ach so, warte mal, jetzt habe ich das Fenster schon geschlossen, glaube ich. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ah nee, hier ist es. Fleisch- und Fischersatz, ja. Ja, also von Seiten der Veganer klingt das dann ja erstmal ganz gut, weil man sich dann denkt, okay, jetzt können wir quasi, also in Anführungszeichen, schummeln. So wie quasi früher in der Zeit, als wir noch nicht Veganer waren. Aber wenn man dann genauer hinguckt, ist es dann ernährungstechnisch auch wieder suboptimal. Ja. Das ist häufig bei diesen Ersatzprodukten so, ne? Ja, auf jeden Fall. So viel Chemie mit bei, dass es dann auf Dauer auch wieder nicht optimal ist. Ja, und da ist dann auch die Frage, ne, inwieweit weiß man, was das mit dem Körper macht? Weil das ist halt nicht alles natürlich und ja, alle möglichen Lebensmittel werden inzwischen ja verarbeitet. Es gibt kaum mal irgendwas, was nicht verarbeitet ist. Da musst du schon suchen oder extrem halt dich informieren. Aber nochmal ein Unterschied, wie weit etwas verarbeitet wurde und was da alles für Stoffe, E-Stoffe und ich weiß nicht, was alles mit drin ist. Man weiß nicht, was macht das denn jetzt im Körper? Stichwort auch Epigenetik, ne? Was man heute zu sich nimmt, was macht das in den Generationen nach uns? Also in deinen Kindern und Kindeskindern, ne? Was löst das vielleicht aus? Weiß man nicht. Ja, also wenn es danach geht, darfst du heute fast gar nichts mehr essen. Jedenfalls nicht, was du vielleicht nicht selber im Garten angebaut hast oder so. Ja, also ich bin immer so ein Freund davon, möglichst natürlich, also selber kochen, wenn es irgendwie geht. Nur nicht irgendwelche Fertiggerichte oder Fertigsoßen oder sowas, sondern so gut es geht, einfach alles selber machen. Dann kann man nicht ganz so viel falsch machen. Ich überlege gerade noch, welche Lebensmittel noch polarisierend sind. Und mir fällt ein, Chilischoten. Magst du Chilischoten? Nee, ist mir zu scharf, tatsächlich. Ja, ich gebe das immer meinem Bruder und meinem Vater irgendwie ab. Ich mag das nur bis zu einem gewissen Grad. Also gewohnt bin ich das auch nicht. Was ich ja faszinierend finde, sind diese Chili-Ess-Wettbewerbe. Gibt es auch auf YouTube. Boah, ja. Also von denen, die sich so die ganz harten Dinger reinhauen. Mir fällt ja immer der Name ein, Carolina Reaper, was einfach mal bei YouTube oder Google eingeben. Carolina, also so wie South Carolina, der Bundesstaat, ne? Und Reaper, also R-E-A-P-E-R, Reaper, ist ja eigentlich der, was ist denn das im Deutschen eigentlich?
Also der Sensenmann eigentlich, ja. Reaper, das passt ja vom Namen her, weil es die schärfste Schote der Welt ist. Also weiß ich nicht, wie die das schaffen. Also das ist nur was für die ganz Harten, die das auch gewohnt sind. Ja. Ne? Mhm. Das scheint auch polarisierend zu sein. Also ich mag es ja nur bis zu einem gewissen Grad. Also hier ich glaube, Oliven polarisieren auch. Ja, mag ich. Ja, ich auch. Aber es gibt ja Leute, die sagen, nee, um Gottes Willen, ich mag das nicht. Und ich glaube, bei How I Met Your Mother, auch so eine Serie, die ich früher mal geguckt habe, war das irgendwie so ein Thema auch, wo irgendjemand gesagt hat, ja, das ist die richtige Frau für dich, wenn sie keine Oliven mag, weil du magst Oliven, dann könnt ihr euch das immer teilen, irgendwie so. Weißt du, was anscheinend auch polarisierend ist? Nee. Avocados. Überraschung. Das passt ja. Ne? Das passt ja. Leute, nur zur Erinnerung, Avocados sind nachreifende Steinobste. Das stimmt. Ja. Ne? Also nachreifend, erst liegen lassen, dann so lange, bis sie so ein bisschen weich sind, dass man die ein bisschen eindrücken kann. Weil vorher schmecken die tatsächlich nicht. Ja. Und was halt sehr gut dazu passt, ist ja Guacamole. Ne? Mhm. Ansonsten ist es vielleicht ein bisschen alleine ein bisschen zu fad, aber ich würde es auch so essen. Also wenn ja, ordentlich. Ich mag das gerne als Dip, Avocado-Dip irgendwie mit Knoblauch und ich weiß nicht was. Ja, ja. Ja, das scheint es auch so eine ganze Palette von zu geben, von diesen polarisierenden Lebensmitteln, ne? Mhm, ja. So, ich glaube, das haben wir abgehakt. Was haben wir jetzt noch? Ganz kurze Frage. Ja, ich habe eine kurze Frage an dich und vielleicht auch an die Zuschauer. Ob du schon mal vegane Produkte gegessen hast, also so ein Sojaschnitzel oder Würstchen oder irgendwie sowas? Also vegan im Sinne von Gemüse allgemein, ja. Sojaschnitzel, nee, nicht, dass ich wüsste, nee. Okay, also ich habe das tatsächlich eine ganze Weile auch ganz gerne mal gegessen. Aber es ist dann doch irgendwie so ein bisschen pappig. Also es ist halt keine wirkliche schöne, angenehme Konsistenz, ne? Und alles, was da drin ist, ist halt künstlich. Es ist ja kein richtiger Käse oder so. Und es hat mir dann irgendwann einfach gefehlt, so diese Substanz. Anders kann ich das gar nicht beschreiben, ne? Was dahinter dann ist. Okay, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Geschmack allein, okay, ist halt keine Rechtfertigung, sondern es ist halt nur ein Indikator für das, was man essen soll, in Anführungszeichen, und das, was man nicht soll. Können wir den Punkt abhaken? Ich denke schon, ja. Ne, ich glaube, da sind wir durch. So, was haben wir denn noch? Tierschutzrecht, genau. Ach ja, genau, Stichpunkt Eier. Weil du hattest mir ja einen Artikel vom Tagesspiegel geschickt. Die Erfolgsgeschichte im Elsass, Gratishühner als Müllschlucker. Ja. Und nicht nur Müllschlucker, sondern auch als Eigeneierproduktion. Ja. Ne? Denn erzähl nochmal, du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, früher sah das ja alles anders aus mit der Produktion von Eiern. Da hat man das noch selber gemacht, auch so auf dem Hof, ne? Ja, also ich kenne das alles von Erzählungen von meiner Mutter, meiner Oma und die haben tatsächlich mir einiges erzählt, wie das früher abgelaufen ist. Zum einen war es damals so, dass es sehr, sehr viele kleine Bauernhöfe auch in den Städten gab und da ist der Bauer tatsächlich noch rumgekommen mit der Milchkanne und hat dann eben auch Hühnereier verkauft und da war das alles sehr, sehr frisch und du wusstest eben auch, okay, die Hühner sind nicht eingesperrt irgendwo, die laufen auch dann da frei rum auf dem Hof. Und es war tatsächlich auch so, dass viele Leute selber angebaut haben. Zum einen dann Gemüse, ich sag mal Salate und vielleicht auch Karotten und Kartoffeln, was man halt so brauchte. Und es gab dann auch ganz viele, die haben Tiere gehalten. Also mein Uropa zum Beispiel, weiß ich, der hatte Schweine im Garten. Und dann hat man das meistens so gemacht, dass das, wenn ein Schwein da war, dann hat man das, ich denke mal, im Herbst ungefähr geschlachtet und ich glaube gepökelt und geräuchert und ich weiß nicht was alles. Und dann hat das über den Winter hinweg halt gehalten, ne? Und so, ja, war das Ganze so ein bisschen mehr beim Menschen selber und man wusste halt, die Tiere leben relativ gut, die kriegen genug zu essen, die dürfen rumlaufen und es war alles ja kleiner, ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, urbaner, kann man das sagen? Also ja, am Menschen dran einfach, ne? Die Menschen haben selber für ihr Essen gesorgt. Ja. Urban ist, glaube ich, in der Stadt, ne? Ja, also ja, es war ja in der Stadt. Also, ne, die haben tatsächlich hier, also
es gab ja viele Zechenhäuschen, die wurden dann von den Firmen vergeben. Die hatten aber auch dann einen großen Garten, damit du eben in deinem Garten auch Essen anbauen konntest und vielleicht auch Tiere halten konntest. Und das war mitten in der Stadt. Also das war ganz normal. Und wenn dann jemand weil Hühner legen halt super viele Eier, ne? Und wenn jemand zu viele hatte und der andere hatte vielleicht keine Hühner als Tiere, dann hat man die einfach abgegeben an den Nachbarn oder sonst wen, ne, Bekannte. Und das zeigt, ist eben auch ein ganz gutes Beispiel dafür, das zeigt, Fortschritt ist nicht gleichbedeutend mit Verbesserung. Weil das würde ich mir im Vergleich zu zum Beispiel Hühnerschreddern, ne? Ja. Das würde ich mir zum Beispiel zurückwünschen. Nicht falsch verstehen, das, was du beschrieben hast, würde ich mir zurückwünschen im Vergleich zu dem, was man heute hat mit Massentierhaltung und Hühnerschreddern und so. Ja, genau. Na? Und das ist ja auch das Problem. Und ich denke, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, dieses Problem mit der Massentierhaltung, was eben ja auch viele Veganer dazu bewegt, zu sagen, hey, wir müssen was dagegen tun, ne? Das kann so nicht weitergehen. Ich denke, da kann sich auch jeder halbwegs normaler Mensch darauf verständigen, dass wir ja nicht wollen, dass Küken geschreddert werden und dass Tiere in Käfigen gehalten werden. Ja. Und ich habe da auch mal aus Neugier so ein bisschen gegoogelt und wollte rausfinden, wann kam das mit dieser Massentierhaltung denn auf? Und da sind sich alle nicht so ganz einig. Da stand dann irgendwas von 1950, 1960 oder 70. Aber auf einer veganen Seite tatsächlich stand, dass es in Amerika das erste Mal aufkam, dass auf einer Halbinsel Ocean View eine gewisse Celia Steele anstatt 50 Küken 500 geliefert bekommen hat und dann einfach ausprobiert hat, okay, was passiert denn, wenn ich so viele Küken auf einmal halte? Und daraus ist dann irgendwie die Geflügelzucht entstanden, weil man damals auch schon Vitamin A und Vitamin D ins Futter gemischt hat. Das heißt, die Küken sind gar nicht rausgekommen. Die waren damals dann schon, weil es so viele waren, einfach nur drin im Stall und wurden nur gefüttert und dann eben auch ja geschlachtet. Und so ist dann wohl diese Massentierhaltung erstmal da in Amerika entstanden und hat sich dann ausgebreitet auf die ganze Welt. Na, weil es war natürlich dann lukrativ. Ne? Du kannst ganz viele Tiere halten und kriegst dafür viel Geld. Und das ist aber, wie du auch gesagt hast, ne, nicht alles, was ja in Anführungsstrichen Fortschritt ist, ist dann auch Verbesserung. Ja, also in dem Fall, in dem Punkt würde ich bei den Veganern sogar mitgehen und sagen, die Schreddern, gibt es übrigens auch Videos frei auf YouTube, wo man, wenn man mag, sich das ansehen kann, wie das aussieht, würde ich auch verbieten. Sowas. Also, ja, ist schrecklich. Das kann nicht sein. Nee, das finde ich auch ganz schlimm. Und wie gesagt, ich glaube, da können sich auch alle drauf einigen, dass man das nicht gut findet. Und es gibt da jetzt auch Ansätze schon von Biobauern, die sagen, ja, wir haben jetzt geguckt, dass wir irgendwie, wie heißt das, hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt, Hühner, die jetzt irgendwie beides sind. Also man nennt das irgendwie Doppelhuhn oder ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich das finde. Hühner. Oh, ich finde es nicht mehr. Inwiefern beides? Also zum einen, dass das Huhn zur Fleischproduktion dienen kann und zum anderen auch zum Eierlegen. Also beides. Also. Ne? Normalerweise ist das wohl irgendwie so, dass du entweder du hast diese Masthühner und die können aber dann nicht so viele Eier legen oder du hast eben die, die ganz viele Eier legen können. Und übrigens, da habe ich auch noch erfahren, man soll möglichst Hühnereier nicht größer als M kaufen, weil das je größer die Eier sind, das muss ja auch irgendwo durch bei dem Huhn und das weitet sich dann wohl übermäßig und das ist nicht gut für die Hühner. Also normal sind die wohl nicht größer als M und dann soll man wohl im Supermarkt auch drauf achten. Und das, seit ich das weiß, achte ich da auch tatsächlich immer drauf. Aber das ist wohl so ein neuer Ansatz, dass jetzt auch geguckt wird, okay, wir müssen die männlichen Küken gar nicht schreddern. Wir können tatsächlich auch sagen, okay, wir ziehen die groß und wir nehmen die als Masthähnchen sozusagen. Da gab es auch irgendwie einen Beitrag zu, aber ich finde ihn jetzt auch nicht mehr. Und ein anderer Ansatz ist natürlich auch, den du eben genannt hast, ne, mit Dänemark. Da haben die, nee, nicht Dänemark, was war das? Elsass? Elsass, ich sag mal Dänemark, ja. Genau. Ich glaube, in Dänemark gab es mal sowas Ähnliches, oder? Ja, kann sein. Habe ich jetzt keine Quelle. Also ich habe es auf jeden Fall auch dann gefunden mit dem Elsass und da hat wohl die Regierung gesagt, jeder, der das möchte, darf sich Hühner halten und der bekommt die auch von uns. Und das hat wohl dazu geführt, dass die Hühner dann auch die Hausreste, die Müllabfälle gegessen haben und dann eben auch die Leute mehr
Hühnereier hatten. Ne? Mhm. Und da ist dann eben die Massentierhaltung in dem Bereich sehr zurückgegangen. Und das wäre natürlich auch ein guter Ansatz, wenn man sagt, okay, jeder, der möchte, darf sich gerne auch so, weiß ich nicht, 3-4 Hühner halten. Das reicht ja schon. Mhm. Dann hast du so viele Hühnereier. Also ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie gesehen hast. Ich war mal in Montenegro auf so einer Farm, möchte ich sagen. Und die haben, ich glaube, 5-6 Hühner gehabt oder so. Und die hatten jeden Tag zig Eier. Mhm. Und das war sehr schön. Und das schmeckt halt auch. Das schmeckt besser, muss man wirklich sagen. Wenn du die nicht aus der Massentierhaltung holst. Und insgesamt wäre das eigentlich, finde ich, ein guter Ansatz. Ne? Man würde alles wieder so ein bisschen mehr zum Menschen bringen und ja. Back to the roots und vor allem kein Schreddern und keine Massentierhaltung. Ja. Also das muss nun wirklich nicht sein. Na, also da würde ich sogar bei den Veganern mitgehen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ein ähnliches Argument ist ja dann auch dieses bei der Milch, ne? Dass man sagt, ja, die Kälbchen, die werden immer von der Mutter getrennt. Und auch da gibt es jetzt schon Bauern, die sagen, ja gut, wir wollen das nicht mehr, dass die Kälbchen da wegkommen. Wir nehmen in Kauf, dass wir weniger Milch bekommen und lassen die Kälber dann bei den Muttertieren. Und das war ja dann früher ganz genauso, ne? Also indem es viele kleine Bauernhöfe gab, wo eben dann auch viele Mutterkühe mit ihren Kälbchen waren, konnte man genug Milch abzapfen und das Kälbchen hatte immer noch genug. Ja, ich denke mal auch, viele von diesen Zuständen in Massentierhaltung und so sind ja auch deshalb entstanden, weil ja, man möchte Profitmaximierung. Ja. Und ja. Der Endverbraucher, der möchte halt nicht 5,50 Euro pro Kilogramm zahlen, sondern nur 5 Euro. Müssen 5 Euro sein, keine 5,50 Euro. Ja, genau, das ist auch ein großes Problem. Ja. Ja, also, das wäre auch ein Ansatz. Ne, dass man das umstellt und dass man ja die Natur halt etwas näher zum Bürger holt. Ich jedenfalls wäre dabei. Ich wüsste jetzt gar nicht, was bräuchte man dafür eigentlich alles. Man bräuchte den Stall, ist dann halt die Frage, wo man den unterbringt. Hat ja auch nicht jeder einen Garten. Und ja, dann das Futter. Ne, und dann, ich kenne mich damit gar nicht aus, müsste man die regelmäßig abernten, die Eier, ne? Ja, es gibt bei YouTube ganz viele wie halte ich Hühner-Videos und da wird einem das alles erklärt, wie viel Platz die brauchen und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, es muss ja nicht jeder Hühner halten. Es reicht ja auch schon, wenn jemand, der einen Garten hat, einen großen Garten hat und da sich Hühner hält. Und das sind tatsächlich ja auch meistens die in den besser betuchten Gegenden wohnen, die haben dann ein bisschen mehr Garten. Und wenn dann sagen würde, ja, okay, haltet doch dann, wenn ihr auch für Umwelt und so seid, ne, und dann haltet doch auch einfach mal Hühner. Dann könnten die eben auch ihre Nachbarn versorgen. Aber dafür ist unsere Gesellschaft wiederum zu atomisiert. Ja. Ich meine, viele Leute, ne, leben zwar neben ihrem Nachbarn, aber sie leben nicht neben ihrem Nachbarn. Weißt du, was ich meine? Ja, und das war ja früher auch anders. Ne? Das hat mir meine Mutter auch erzählt, die haben teilweise genauso wie in den südlichen Ländern vor der Haustür gesessen mit ganz vielen Leuten und haben bis abends dann gequatscht. Es gab immer nur ein Miteinander und nicht ein, wie heute oftmals ist, Gegeneinander. Und das hat sich alles so ein bisschen verdreht. Also die Leute sind vielfach jetzt nur noch alleine unterwegs und ja, man möchte fast sagen, ein bisschen griesgrämig. Ja, also man könnte an der Stelle auch sagen, dass das alles ist auch ein bisschen ein Auswuchs von einem tiefer liegenden gesellschaftlichen Problem. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, den Artikel können wir auch überfliegen und ich würde sagen, die wichtigsten Infos daraus hätten wir. Ne, nämlich, dass das so ein alternativer Lösungsansatz wäre gegen Massentierhaltung. Also ich wäre da prinzipiell dabei. Ich persönlich muss halt nur erstmal lernen, wie genau man das macht, aber ich stelle mir mal vor, so schwierig kann das nicht sein. Ja, ich denke auch, es haben ja Leute immer hingekriegt irgendwie und da gibt es bestimmt Sachen, die man beachten muss auf jeden Fall, wie viel Platz die brauchen und so, welches Futter die bekommen, aber das kriegt man sich irgendwie hin. Und das Interessante ist ja auch, das ist ein bisschen peinlich, aber das wusste ich früher auch nicht, Hühner legen auch ohne Hahneier. Ne? Also du kannst auch einfach nur Hühner halten, du musst jetzt nicht unbedingt einen Hahn haben. Ja. Und das heißt, die werden dann sowieso nicht befruchtet und dann hast du auch kein Problem mit zu vielen Hühnern.
Ja, oder was man dann auch überlegen könnte, ist, okay, man hält sich halt einen Hahn mit bei und den Nachwuchs gibt man dann wiederum an die Nachbarn und die erstellen sich dann dadurch dann ihre eigene Aufzucht. Ja, klar, ja, genau. Wäre auch wiederum eine Idee. Mhm. Jo, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was haben wir denn noch? Elternzeit für Kühe. In diesem Betrieb dürfen Kälber bei ihren Müttern bleiben. Genau, das ist das, was ich eben meinte. Ja, das fand ich auch ganz schön. Ja, also ich würde sagen, der Titel zeigt es schon. Auch hier gibt es halt alternative Möglichkeiten. Ne? Nämlich, dass Milchbauern hier einen anderen Weg gehen. Weil in vielen Betrieben ist es ja so, ich würde sagen, das können wir auch etwas überfliegen, ne? Ja. In vielen Betrieben ist es ja so, dass die Kälber also gleich nach der Geburt mitgenommen werden, um dann entweder zu Kalbsfleisch verarbeitet zu werden oder um in andere Betriebe zu gehen. Mhm. Was man hier macht, wäre eben Elternzeit für Kühe. Na, also der Titel sagt es ja schon, dass die Kälber halt bei ihren Müttern bleiben dürfen. Genau. Na, auch das wäre ja eine Alternative für das, was man in Massentierhaltungen sieht. Und auch das wäre ja eher der Natur des Tieres angemessen. Genau. Das wäre jetzt von mir so die schnelle Version dazu. Möchtest du noch was dazu sagen? Nö, das ist eigentlich, also ich habe es ja eben auch schon grob angerissen, dass das früher ja gang und gäbe war. Also da hat man die Kälbchen nicht von der Mutterkuh weggerissen. Und früher heißt jetzt wirklich lange zurück. Und es hat auch geklappt. Ne? Man hat auch Milch abbekommen. Und jetzt ist ja bei vielen Veganern auch dieses Argument, ja, der Mensch braucht doch gar keine Milch. Also was will der Mensch mit Milch? Babys brauchen Milch, aber Menschen nicht. Aber es war ja immer so. Also es gibt ja auch Naturvölker, die leben halt zum Beispiel von Ziegenmilch oder so, ne? Und es gehört nun mal einfach zu unserer Nahrung dazu. Es gibt Menschen, die können das nicht verwerten. Laktoseintolerante, ne? Wir hatten das eben mit Leonard, Big Bang Theory. Die können das nicht. Okay, dann sagt die Natur von sich aus dann schon, dieser Körper möchte keine Milch, der braucht das nicht. Und andere können es aber sehr gut vertragen. Ich zum Beispiel trinke gerne Milch und ich vertrage das auch gut. Und ja, ich denke mal, wenn man das irgendwie hinbekommt, dass dann die Kälbchen nicht wegkommen von der Mutter, dann spricht da auch nichts gegen. Dann kann man auch ruhig Milch trinken und Butter zu sich nehmen und ich weiß nicht was alles. Ja, ich habe glaube ich auch mal gelesen, dass Laktoseintoleranz in anderen ethnischen Bereichen viel häufiger vertreten ist als hier. Mhm. Ich glaube, in Europa ist es relativ selten, in Asien dafür aber ziemlich häufig. Ja, und das ist total witzig, das habe ich irgendwo mal gelesen. Die Asiaten können das nicht so gut vertragen und trotzdem fangen die jetzt an oder haben schon angefangen, gerade in China, extrem viele Massentierhaltungsanlagen zu bauen und zwar stockwerkeweise. Mhm. Und einfach nur, weil sie sagen wollen, ja, wir können jetzt auch Milch trinken, ne? Wir haben jetzt auch die Möglichkeiten dazu. Und das ist krank, absolut. Ja, wäre ich mal gespannt drauf, da irgendwie so eine Rückmeldung zu hören, wie das verläuft. Ich glaube, in Europa hat es sich auch über einen langen Zeitraum so entwickelt, dass die Leute überhaupt Milch oder Milchprodukte vertragen konnten, weil der Mensch das ursprünglich gar nicht konnte. Habe ich mal gelesen. Gehört. Okay, das kann ja sein. Ja. Generell entwickelt sich ja alles irgendwie, ne? Also es kann ja auch sein, dass die Asiaten sich dann entwickeln zu, ja, wir vertragen jetzt super Milch, ne? Ja, also ja. Kann ja alles kommen. Ja, auch das ist natürlich vollkommen natürlich, ne, dass sich das verändern kann. Ja. So, was haben wir dann noch? Genau, dann haben wir den Artikel von der Bild-Zeitung. Vegane Mutter nach Tod ihres Babys wegen Mordes verurteilt. Esra, 18 Monate, starb an Mangelernährung. Das war auch ein Artikel, den du mir geschickt hattest. Ja. Warte mal, da muss ich noch ein bisschen reinzoomen. Genau, das wäre also ein Fall dafür, was schlimmstenfalls dabei herauskommen kann, wenn insbesondere Babys, Kleinkinder vegan ernährt werden. Und auch das wäre ja wieder ein Hinweis darauf, dass diese Art von Ernährung für den Menschen, in diesem Fall besonders für Kleinkinder und Babys, nicht vorgesehen ist, ne? Ja.
Hier lesen wir, Sheila O'Leary ernährte ihre Kinder streng vegan. Ihr jüngster, Ezra, 18 Monate, überlebte dies nicht, starb an Mangelernährung. Ja, noch das ist ein Punkt, wo ich sage, das scheint in veganen Debatten nicht erwähnt zu werden. Ich würde sagen, der Vollständigkeit halber sollte man das aber zumindest. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir da einen näheren Blick drauf werfen? Ja, können wir gerne machen. Kannst du mir den nochmal irgendwie schicken? Ich finde ihn gerade in meinem Wust nicht. Ja, schicke ich dir via Talkie. Mhm. Mhm. Ach so, oh, hier ist hier Bild Plus. Kann ich nicht angucken. Musst du leider selber vorlesen. Hm? Ich kann mir den nicht angucken, weil das mit Adblock irgendwie alles ist. Ah, okay. Ich lese einfach mal vor. Mhm. Als Sheila O'Learys Sohn Ezra 18 Monate am 27. September 2018 aufhörte zu atmen, wog er keine 8 Kilo. Das Kleinkind war bis auf die Knochen abgemagert. Jetzt wurde die Veganmutter von einem Gericht in Cape Coral wegen Mordes durch Mangelernährung verurteilt. Mord durch Mangelernährung ist auch ungewöhnlich, würde ich sagen. Also ist mir so noch gar nicht begegnet, dass es den Ausdruck gibt. Aber okay, daran sehen wir halt, ne, was vegane Ernährung zum Teil anrichten kann. Der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer, sie hatte entschieden, seine Schreie zu ignorieren. Sie brauchte keine Waage, um seine Knochen zu sehen. Also man kann sagen, es war offensichtlich, wo das hinführen würde, aber sie hatte halt diese Idee, ne, von veganer Ernährung und wollte die durchsetzen, kann man sagen. Ja. Am Tag von Ezras Tod hatte die Veganmutter ihn noch gestillt. Als er dabei Probleme beim Atmen bekommen hatte, so die Polizei, hätten sich die Eltern schlafen gelegt, statt Hilfe zu holen. Als sie wieder wach waren, atmete das kleine Kind nicht mehr. Herbeigerufene Rettungssanitäter konnten nur seinen Tod feststellen. Bei der Autopsie wurde festgestellt, dass Ezra seit Wochen nichts zum Essen bekommen hatte. Nicht zum Essen. Also, die Polizei erklärten Shea und ihr Mann, dass streng vegan lebten. Moment mal, hier ist ein Grammatikfehler, oder? Der Polizei erklärten sie, dass sie streng vegan lebten. Ja. Ja, ist hier ein Grammatikfehler von Bild. Ja. Auch ihre Kinder würden daher kein Fleisch, keine tierischen Produkte bekommen. Shayla und ihr Mann Ryan hatten Ezra nur mit Muttermilch, rohem Gemüse und Obst ernährt. Ihre insgesamt 4 Kinder bekamen hauptsächlich Avocados, Bananen, oh yeah, Mangos und Rambutans, eine Art Litchi, zu essen. Das sehen wir hier, die Rambutanflucht. Oh yeah, yeah. Ja, also wir können zusammenfassen, auch solche Fälle gibt es, ne, wo das Ganze mit dem Veganismus ein bisschen weit getrieben wurde, und das endete halt im Tod von diesem Kleinkind. Ja, und das kommt häufiger vor, als man meint. Ne? Also ich habe das mal bei Google eingegeben und die Suche war sehr ergiebig, sage ich mal so. Ne? Und dann denke ich mir auch, okay, wie weit kann das und darf das auch gehen mit dieser moralischen, in Anführungsstrichen, Verpflichtung? Ja. Und wenn ich mich so an die veganen Debatten erinnere, die jetzt so geführt werden, ne, der Punkt, der scheint da gar nicht dran zu kommen. Dabei denke ich mir, okay, wenn es dabei um die Wahrheit geht, sollte man nicht jeden Aspekt von diesem Thema aufdecken. Das wäre so die Frage, die ich an der Stelle stellen würde. Ja. Weil diese Fälle zeigen das ja eben, dass das so nicht der Natur des Menschen entspricht, ne? Ja, also auf jeden Fall nicht bei kleinen Kindern, ne, die eben noch wachsen müssen und ganz viele besondere Nährstoffe brauchen und eben eine breite Palette an Nährstoffen auch brauchen. Ne? Also was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass er gestillt wurde, weil eigentlich in Muttermilch ist ja auch relativ viel, also sind viele Nährstoffe drin, aber dann wurde er wahrscheinlich auch da nicht genug gestillt. Ne? Also entweder das oder es ist eine Kombination aus nicht genug gestillt worden sein, und der Artikel hat ja auch gesagt, die Eltern leben ja auch streng vegan, und das kann sich dann ja auch wiederum auf den Nährstoffgehalt der Muttermilch auswirken. Ja, richtig.
Na? Weiß man ja auch nicht, ne? Hat sie supplementiert oder nicht, weil dann kann es natürlich auch sein, dass sie extreme Mangelerscheinungen hatte und das, dann kann sie ihr Kind auch nicht richtig ernähren. Ja, dann hilft es auch nicht mehr, wenn das Kind von Muttermilch sich ernährt, ja. Nee. Ja, also, Leute, das sind die negativen Aspekte davon. Muss man auch benennen. Ja, sollte man benennen, wenn man ehrlich an diese Sache rangeht. Und ansonsten möge sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Ja. So, ich schaue gerade mal. Wir haben schon einiges an Material abgedeckt. Wollen wir hier erstmal einen Cut machen? Können wir machen, ja. Also ich habe hier noch so ein paar Sachen, die können wir aber auch gerne noch ein andermal abarbeiten. Das wird sonst wahrscheinlich zu lang. Okay, dann würde ich sagen, die packen wir dann das nächste Mal mit rein und dann machen wir einfach eine zweite Episode draus. Ja, passt. Dann sage ich an der Stelle erstmal danke fürs Zuhören und fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Ich sage auch danke. Ja, und ich sage auch danke an Simone und wir machen demnächst, würde ich sagen, Episode 2 draus. Ja, würde mich freuen. Ja. Bis dahin, Avocado over and out. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Ja, ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jawohl.